Herzlich willkommen, wir sind in der 811. Ausgabe des Sneakpods und bei uns gehen die Woche mit Stargästen weiter, Stargästinnen in diesem Fall. Wir besprechen heute auf Auswahl von Becky, die heute zu Gast ist, den Film Saltburn. Aber zunächst habe ich mich verheddert in dieser Anmoderation, ist aber egal, ich mache einfach weiter, denn ich muss erst Christoph vorstellen, der hier den Hauptcharakter gibt, unseren Oxford-Studenten, der seine Klamotten bei Oxfam kauft. Guten Abend, und zu meiner Rechten sitzt, wie Bob es schon angedeutet hat, unsere kulturpessimistische Minotaurin Becky. Moin Giorno. Und außerdem ist in der Runde der Felix, der sich sein Nasenpiercing auch dann nicht rausnimmt, wenn seine Mutter es nicht appreciated, weil er genau weiß, wie sexy er damit aussieht. Bob. Und unrasiert bin ich auch. Das würde ich mir gerne anschauen. Ja, aber unrasiert darf man ja da auch nicht sein. Und das bin ich tatsächlich immer und sehr. Also von der Statur kommt das tatsächlich am ehesten hin, dass du das bist. Ja, aber ich glaube, der ist noch größer als ich, oder? Ich habe so von Pressekonferenzen von den beiden, also Felix und Oliver, also den Schauspielern, wie sie nebeneinander saßen, das ist echt kurios, weil der Oliver halt winzig ist dagegen. Der wollte ja, glaube ich, irgendwas neben seinem Stuhl, irgendwie ein Getränk hochheben und der Felix-Schauspieler, ich weiß den Namen nicht, hebt ihm halt so hoch. Jacob Elordi. Genau. Und der bückt sich halt kaum und reicht mit seinen unheimlich langen Armen zum Boden. Und gibt den, also es sieht völlig kurios aus. Ja, ist halt echt groß. Gut. Ja. Dann wollen wir doch mal einsteigen ein bisschen. Zum ersten Mal Becky, hallo. Wieder in der Runde. Ich freue mich sehr. Wieder ein Film mit Barry, dessen Nachnamen ich nicht aussprechen kann, wie beim letzten Mal. Stimmt, du hast recht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Banshees of Inisherin war auch dabei. Das stimmt, ja. Keoghan heißt der, oder? Der heißt Keoghan oder so ähnlich, aber da habe ich halt auch so in einem Interview. Irischer Nachname, ne? Genau, ja. Da habe ich in einem Interview, habe ich irgendeine Filmbesprechung mir angeguckt und da hieß es, dass er selbst bespricht das G, aber offiziell würde das nicht mitgesprochen. Also es würde Keoghan oder so ausgesprochen, ich kann es nicht nachmachen, ausgesprochen werden, aber er sagte so, aber die ganze Welt inklusive mir und dann hat er es nochmal mit dem G gesprochen. Aber das O wird gesprochen, ja? Ja, ich glaube schon. Okay. Aber wie gesagt, ich kann das nicht behaupten, ernsthaft nachsprechen zu können, sodass es korrekt klingt, deshalb lasse ich das jetzt auch einfach. Dann müssten wir Jan einladen. Ja, genau, ja. Das würde sich anbieten. Grüße. Genau, also, du hast uns ja sozusagen fernübertragungsmäßig den Film in die letzte Sendung rein telegrafiert oder beziehungsweise eigentlich schon war das ja hier alles schon für zwischen den Jahren geplant und ist dann verschoben worden. Jetzt sind wir endlich hier zusammengekommen und Saltburn haben wir gesehen und Becky, du darfst uns mal halbwegs spoilerfrei versuchen zusammenzufassen. Worum geht's denn da? Ja, also Saltburn ist der neue Film der Regisseurin und Drehbuchautorin Emerald Fennell, die man für ihr fantastisches Vorwerk Promising Young Woman kennt, für das sie auch den Oscar fürs Drehbuch gewonnen hat. Und dementsprechend hoch waren, glaube ich, auch die Erwartungen, die viele an ihren neuen Film hatten, an Saltburn, einen Film, der ja so, also von der Musikauswahl würde ich sagen Mitte der 2000er Jahre spielt und wir begleiten Oliver Quick, gespielt von Barry Keoghan, bei seinem Weg an die Oxford University, wo er hinkommt als Stipendiatsstudent, also jemand, der nicht aufgrund des Geldes dort ist, sondern ja, der sich das erarbeitet hat und dementsprechend von seinen Mitstudenten und Mitstudentinnen ja ein bisschen gedisst wird, weil er eben nicht zu ihrer Old Money Blase dazugehört so richtig. Aber er freundet sich dann mit Felix an, Felix Ketten, der auch aus dieser Old Money Blase kommt, der wahrscheinlich in seinem Leben noch nie irgendwas nicht gekriegt hat, was er kriegen wollte. Und ja, nachdem
ihn, also Oliver, ein Schicksalsschlag ereilt, lädt Felix ihn ein, den Sommer mit ihm auf seinem Heimatwohnsitz Saltburn, daher der Titel des Films, zu verbringen. Und da lernt Oliver dann Felix' Familie kennen, seinen Vater, seine Mutter, seine Schwester, seinen Cousin aus Amerika. Und ja, da passieren dann so die ein oder anderen merkwürdigen Dinge. So würde ich es vielleicht erstmal belassen. Genau. Der Film spielt tatsächlich, das sieht man im Film, zwischen den Jahren 2006 und 2022. Mhm. Also das ist, macht speziell gegen Ende dann einen ziemlich großen Zeitsprung. Am Anfang, direkt in der Eröffnungsszene, wenn er in Oxford reinläuft, steht Welcome Class of 2006 oben auf so einem Plakat. Mhm. Und ja, das passt. Am Schluss in dem Café, wo den Rosamund Pike Charakter später wieder trifft, tragen die Leute Masken. Das ist dann während der Pandemie. Hm. Ja. Entschuldigung, ist gerade Be Real. Ich muss hier. Oh, wirklich? Ja, fantastisch. Oh Gott. Ich bin jetzt dein Alert, Christoph. Ja, ja, kannst gut. Du wieder nicht hinterher behaupten, wir hätten es verdrödelt. Tatsächlich, also ich bin wieder nicht alertisiert worden. Alertisiert, ist das der offizielle Begriff? Ja, das ist der offizielle Begriff. Fachchinesisch für. Denkst, so, jetzt habe ich auch Be Real, das ist jetzt für die Hörer natürlich alles sehr großartig. Ja, die wissen jetzt, was passieren wird. Steht ja, ich habe ja in meiner Aufzeichnung fotografiert. Ja. Aber kann ich es lesen. Sehr gut. Das ist oft so, ne? Man macht dann immer so ein Foto und denkt sich schnell, 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 schnell und dann guckt man das Foto hinterher an und das ist alles unscharf, alles irgendwie, dann denkst du, ach scheiße, naja, habe ich schon gepostet, ist egal. Besser als wenn alles scharf ist, was man nicht hätte zeigen dürfen. Ja, genau. Ja, oder irgendwelche Geschäftsdaten, so, ah nein, das darf nicht. Irgendwelche. Aber zurück zum Film. Zum Film, genau. Ja, wie fanden wir das denn? Wer möchte? Wer kommt aus der Deckung? Also bei Christoph hege ich den Verdacht, dass er das Ding jetzt in Stücke reißen möchte. Ich kann ja mal anfangen. Genau, sonst. dann du mal vielleicht okay. an. Also, ich habe schon angedeutet, dass ich mit sehr hohen Erwartungen in den Film reingegangen bin, weil also Promising Young Woman war wirklich einer der besten Filme des Jahres und der Oscar-Season, aus der er kam und so. Der hat mich extrem begeistert damals und dementsprechend hatte es dieser Film schwer, die Erwartungen überhaupt zu treffen. So, das muss ich vielleicht vorausschicken. Nichtsdestotrotz fand ich ihn nicht schlecht. Er war jetzt nicht so ein klarer Fünf-Sterne-Film, wie es halt Promising Young Woman für mich ist. Aber ich finde, er hatte interessante Momente. Er sieht unglaublich gut aus. Der Schnitt, der Sound, die ganze Komposition. Wow. Also das ist alles wirklich Perfektion, so würde ich sagen. Auf der Story-Ebene gibt es Dinge, die ich anders gemacht hätte, sagen wir mal so. Oder wo ich mir andere Dinge gewünscht hätte. Aber nichtsdestotrotz sind, glaube ich, einige spannende Dinge drin, über die man reden kann. Und auf jeden Fall würde ich sagen, dass der Film mehr ist als nur Provokation und Skandalismus, wie es ihm manche vorwerfen. Ja, man kriegt es ja bei TikTok momentan massiv reingespült. Leute, die auf die drei, wie soll ich es nennen? Schockszenen reagieren. Ich habe auch auf meine Frau geachtet, weil ich habe den Film zweimal gesehen. Einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und habe auch auf meine Frau geachtet, wie sie reagiert bei den Szenen. Und genauso wie auf TikTok. Also genauso wie die Leute auf TikTok. Bob, willst du vielleicht erstmal sagen, wie du ihn fandest? Christoph will echt am Schluss. Er will das. Ich mache auch den Stefan noch davor. Ich habe nämlich auch Stefans Meinung dazu. Okay. Interesting. Ich war ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich fand die Story interessant, wenn auch ein Stück weit gegen Ende vorhersehbar. Also, irgendwann hatte ich so diese Idee, was der da jetzt plant und macht, und klar, man kam dann immer wieder so ein bisschen von dem Gedanken ab, dass es das ist, was da gerade passiert, weil der Film einem die Clues dann ja nicht gibt, sondern erst sehr viel später. Aber ich hatte diese Idee relativ zeitnah und als es dann am Ende so ausging, dachte ich so, ja, okay, gut, habe ich irgendwie doch kommen sehen. Habe ich zwischendurch vielleicht zwar selber nicht mehr geglaubt, aber dann war es am Ende doch so. Und die Schockszenen, okay, ja, von mir, also das
ja, ich habe das ich finde es so witzig, dass das alle Schock-Szenen sind. Ja, ich war überhaupt nicht so geschockt. Ich auch nicht so wahnsinnig, Also ich fand das schon zum Teil eklig, also gerade die erste Szene. Die anderen beiden haben mich eher amüsiert, muss ich sagen. Aber sprechen wir vielleicht im Spoilerteil nochmal. Ja, genau. Und rein optisch und so muss ich sagen, gebe ich dir recht, das sieht toll aus, wofür ich einen Augenblick gebraucht habe, mich wieder mal mit 4:3 anzufreunden. Oh ja, furchtbar. Furchtbar. Was soll die Scheiße? Nee, es hat für die Sachen, die es zeigt, gerade so diese wie soll man sagen, dieses Haus ist oft so, weiß ich nicht, hohes Haus, hohe Decken, hohe Fenster und so weiter, und ziemlich leer teilweise, so Leute stolzieren da in aber viel. Große Häuser sehen doch auch im breiten Bild gut aus. Vielleicht finde ich ihn noch, dann gebe ich ihn euch für die Shownotes. Es gab einen sehr schönen Thread auf Blue Sky von jemandem, die ist, glaube ich, selber Kamerafrau, wenn mich nicht alles täuscht, und die hat quasi einmal so die großen Shots aus dem Film gezeigt, wie sie in 16:9 oder also in Kinoformat aussehen würden, und hat dann nochmal daran begründet, warum es eine gute Idee war, 4:3 für diesen Film zu nehmen. Wie kann sie das denn machen? Sie hat doch das Bildmaterial von rechts und links daneben gehabt. Naja, das kann man ja heutzutage mit AI, KI, okay, und so weiter. Ja, den würde ich gerne lesen, den Thread. Ja, und, ja guck, ob ich ihn finde, dann kriegt er ihn. Was war denn deren Conclusio, warum man das so gemacht hat? Lass mich nebenbei suchen, ihr sprecht darüber und dann vielleicht komme ich aber. Das fand ich optisch auch toll, vor allen Dingen das Color Grading fand ich toll, also es war einfach super. Alles so, dieser Sommer, der wie so ein Traum ist, für ihn ja auch, in diesem Estate-Anwesen. Der sah halt auch aus, im Grunde, das war fast nicht England, das sah aus wie die Toskana oder so vom Color Grading her. Total, Und ja, von daher, das war schon alles sehr schick. Wo er mich so ein bisschen verloren hat, ist die Art und Weise, dass man, also erstmal muss man damit klarkommen, dass in diesem Film niemand sympathisch ist. Unsere Hauptfigur nehmen wir am Anfang so wahr, als ob wir uns mit ihm sympathisieren sollen, aber das verliert uns ja dann auch schon ziemlich früh, weil der Film macht ja am Anfang schon mal so ein, gleich in der Eröffnungssequenz, wo wir so ein Monolog von ihm hören, der sich dann später rausstellt, dass es diese Szene, wo er das spricht, alles, was wir am Anfang hören, dass es die auch noch als Szene später im Film gibt. Am Anfang hat man so das Gefühl, das ist erstmal so ein Off-Kommentar oder irgendwie so ein Interview, was after the fact geführt wird oder so. Wir sehen dann später, was da wirklich ist. Aber in diesen Szenen gibt es so ganz am Anfang schon so einen Zusammenschnitt von so Bildfragmenten, die aus dem späteren Film sind. Und ein, zwei dieser Szenen, da sieht man schon, dass er so eine Stalker-Attitüde irgendwie am Start hat und von außen in Fenster reinguckt und so weiter. Und da habe ich schon so das erste Mal so das Gefühl gehabt, so, okay, so richtig sympathisch finde ich ihn jetzt aber auch nicht. Und der Film stellt ihn dann am Anfang so ein bisschen so, ja, was Becky in der Zusammenfassung gesagt hat, er wird von seinen anderen Mitstudenten halt so ausgeschlossen, und da sympathisiert man dann natürlich erstmal mit dem Underdog, mit der armen, geknechteten Seele, aber es dauert dann nicht so wahnsinnig lang, bis er einem auch wieder unsympathisch gemacht wird. Die anderen sind natürlich einfach unfassbare Arschgeigen größtenteils. Also so Spoiled Kids, die einfach, ja. Ja, die Erwachsenen aber genauso. Die Erwachsenen, die sind teilweise absolut großartig. Diese Karikaturen, fantastisch. Diese Rosamund Pike-Figur und auch die Richard E. Grant-Figur. Die sind also Zeit für Lunch. Mit diesen Haaren, die Richard E. Grant, in jeder Szene sind seine Haare komplett zerstört. Also das ist natürlich alles ziemlich fantastisch, und es gibt auch unfassbar lustige oder tragische, aber dadurch lustige so Dialogfetzen, aber was mich am meisten gestört hat, die Oliver Quick-Figur, also unsere Hauptfigur, die fand ich, die oszillierte immer so hin und her zwischen socially awkward und eigentlich so zwischenmenschlich ein bisschen unbeholfen und dann aber wieder super manipulativ und super voll von so, wie sagt man, Self-Esteem, also die wenn er was er mit zum Beispiel mit der Schwester von Felix die Szenen, da ist er voller Selbstbewusstsein, weiß genau, was er machen muss, welche Knöpfe er drücken muss, und vorher in anderen Szenen siehst du ihn irgendwie, weiß ich nicht, also klar ist, der Film deutet an, dass nicht alles so ist, wie wir es am Anfang gesehen haben, aber das weißt du zu dem Zeitpunkt noch nicht, und das, da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich kann diesen Kerl nicht greifen, ich will ihn auch irgendwie nicht greifen, irgendwie, der nervt mich, und das hat mir schwer gemacht, den Film so richtig zu mögen. Im Nachhinein blickt man auf manches vielleicht ein bisschen anders, und vielleicht wäre es auch
tatsächlich angeraten, wie Christoph, ihn zweimal zu gucken. Dann kann man da nochmal mit dem Wissen von hinten vorne drauf schauen. Mhm. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe den erst gestern Abend gesehen. Aber da war es dann schwer, ihn so richtig zu lieben. Insofern auch irgendwie durchwachsen. Jetzt Christoph. Ah nee, jetzt erstmal nee, Stefan. Jetzt Stefan. Stefan schreibt, Saltburn hat mich ziemlich gelangweilt und genervt. Gelangweilt, das ist ja interessant. Er fürchtet, dass er ihn nicht verstanden hat oder in der falschen Stimmung war und gibt 5 Punkte. Jetzt ich. Also, erste Szene, Eröffnung, dieser Krönungsmarsch von Händel, da hatte mich der Film eigentlich schon, weil ich halt Händel-Fan bin. Was ja auch so ein bisschen umgedichtet war. Es wurde auch eingeblendet bei mir. Das, irgendwie der Text wurde so ein bisschen umgedichtet. Also Oliver wurde da mit reingefummelt, aber ja, sollte halt, ja, war halt da auch schon erstens mal kluge Musikauswahl und Foreshadowing. Und dann geht er ja sehr langsam los. Also diese ganze Geschichte, wie sich diese Freundschaft entwickelt und wie sich dann das auf Saltburn darstellt, das ist ja unheimlich langsam erstmal. Und da hat er mich, muss ich gestehen, auch etwas gelangweilt oder vielleicht ist gelangweilt schon zu viel. Es war so, dass ich mir dachte, so, oh, das hätte man irgendwie schneller erzählen können. Es ist irgendwie nicht so wahnsinnig spritzig. Und ich habe auch nicht so ganz verstanden, was es ist. Also ist das jetzt ein Thriller, wie es vorher stand? Ich bin mittlerweile überhaupt nicht der Meinung, dass es ein Thriller ist. Völlig falsche Bezeichnung. Aber was ist es? Keine Ahnung. Und na, ich weiß nicht, vielleicht eine Groteske oder so, eine Satire, weiß nicht. Und dann kam dieser Twist und dieser Wandel im Film, der beschleunigt er dann sehr stark. Lustigerweise, ganz kurz vorher habe ich mit dem Stefan telefoniert, also kurz bevor das losging, also bevor dieser Film Fahrt aufnahm, und da habe ich auch so zu ihm gesagt, so, ich hoffe, es kommen noch irgendwelche Zombies oder irgendwie sowas. Ja, also, passiert noch irgendwas, ne? Mir fehlte da noch was. Und ich finde jetzt das Salz mal an zu brennen hier. Ja, genau. Und dann kam halt dieser Twist, also mit Twist meine ich jetzt nicht nur einen Twist, sondern halt dieser Wandel im Film, der mich völlig weggeblasen hat und der mich auch begeistert hat und weshalb ich dann eben meine Frau überredet habe, den Film nochmal mit mir zu schauen. Und das war genau die richtige Entscheidung. Und ich habe ihn dann beim zweiten Durchgang, habe ich eben, wie du schon sagtest, Bob, habe ich vieles mit anderen Augen gesehen, weil ich ja wusste, wo es hinläuft und auf was ich achten muss und eben dieses ganze Foreshadowing und so, das ja überall ist, gefüllt ist dieser Film damit. Siehst du dann plötzlich oder siehst einen Teil davon wenigstens, ich glaube, ich muss ihn auch nochmal schauen und da habe ich ihn massiv geliebt, also ich liebe diesen Film. Nice. Und zwar nicht nur das Ende, sondern ich liebe alles an dem Film, weil ich habe ihn so, ich weiß nicht, ich glaube vor 2 Tagen oder so habe ich ihn jetzt zweiten Mal geschaut und ich habe ihn so genossen. Also ich habe ihn jede Minute genossen. Es war Wahnsinn. Also wirklich absolutes Highlight dieser Film für mich. Sehr schön. Das freut mich ja richtig, dass ich hier für so eine Begeisterung mit meinem Pick sorgen konnte. Auch wenn ich nicht ganz so begeistert bin, ich bin so gefeixt, dass ihr mutmaßt, dass ich ihn haten werde. Und ich, für mich zeichnet sich schon ab, dass ich der bin, der ihn am meisten feiert. Nice. Ja. Ja, wir müssen gleich noch ein bisschen in die Interpretation einsteigen, auf jeden Fall. Das interessiert mich. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was wir noch sagen können vor dem Spoilerteil. Ich glaube nicht mehr sehr viel. Ich glaube, man kann, wenn man, das geht vielleicht schon so ein bisschen in die Richtung. Für wen ist der Film und was? Genau. Was ist denn eigentlich das Thema sozusagen? Also neben der Tatsache, dass er halt seinen Sommer da auf Saltburn verbringt, kann man glaube ich sagen, dass es in diesem Film um soziale Ungerechtigkeit geht. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, um die britische Klassengesellschaft im Speziellen und Klassismus im Allgemeinen und um Begehren. Ja, genau. In unterschiedlichste Kontexte das Begehren. Ja. Also das, Begehren nach Geld, Begehren nach Körpern, Begehren nach Macht, Begehren nach Liebe, Begehren nach Anerkennung. Genau. Ja. Das war das Wort, was ich gesucht habe, genau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da Begehren nach Körpern überhaupt drin ist oder ob das nur Fassade ist. Aber ja, Begehren ist auf jeden Fall ein Thema, da hast du recht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hiermit die offizielle
Spoilerwarnung, mhm. wer den Film noch schauen will und jetzt nicht den Twist verraten bekommen möchte, möge dann zu der Kapitelmarke mit unserer Abschlussbesprechung dazu springen. Da werden wir dann wieder spoilerfrei sprechen und ja. Genau, noch eine Anmerkung. Es ist, finde ich, also jetzt in der Nachbetrachtung damit, wie sehr ich ihn beim zweiten Mal genossen habe, ich weiß, es ist ein Film, der einen Mords-Twist am Ende hat, weshalb wahrscheinlich in der Regel empfohlen wird, dass man sich den nicht spoilern lässt. Aber ich habe das Gefühl, wenn man weiß, auf was es hinausläuft, genießt man ihn noch mehr. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ein Problem ist, ihn sich spoilern zu lassen. Also für mich hatte der Film interessanterweise keinen Twist. Das war eine der größten Diskussionen hier bei uns zu Hause. Wir gehen ein bisschen ins Spoiler-Teil. Eigentlich hat der Film keinen Twist, sondern es ist genau die Auflösung, die ich erwartet habe. Das ist dann eher das, wo ich dachte, da hätte ich mir noch mal ein bisschen mehr Twist erwartet, als was es am Ende war. Weil ich dann eher finde, dass da ein bisschen wenig Entwicklung oder so ist, weil es wirklich so, so die ersten Minuten des Films ist es vielleicht noch anders, aber also allerspätestens mit dem ersten Tod, finde ich, ist sehr offensichtlich, dass Oliver der Strippenzieher hinter allem ist. Wer war denn der erste Tod? Der Felix, oder? Felix. Nee, Felix war der erste, ja, genau. Also Pamela war die erste. Pamela war die erste Tote, aber da war ich, glaube ich, nicht verantwortlich, nicht oder? Ja. Nee. Das war nur ja, einfach eine schöne Szene, um zu sehen, wie egal denen diese Spielpersonen sind. Auf jeden Fall war der erste Tote nicht Olivers Vater. Aber das meinte ich mit Twist. Für mich ist der Twist da, wo Felix stirbt. Und da kippt der Film. Da habe ich in dem Moment, wo er die Flasche austrinkt und die Kamera so auf die Flasche geht, habe ich gedacht, aber wieso trinkst du das? Vielleicht ist das vergiftet. War so genau mein Gedanke in dem Augenblick. Ja, und das mit dem Minotaurus und so, das war ja hochgradig gruselig. Genau. Und dann verliert man den Gedanken dann wieder erstmal so, weil ja, er geht da weg und der andere bleibt da so und dann alles okay. Mhm. Und dann, okay, die ganzen Szenen vom nächsten Morgen und ja. Ja. Grandiose Szenen. Genau. Also ich finde halt, es gibt ja viele, die kritisieren, dass Oliver eben nicht arm ist, sondern Mittelschicht. Das ist ja quasi einer der Twists des Films. Mhm. Und dass deshalb die ganze Klassenmetapher für die Leute nicht so gut funktioniert. Ja, das ist doch Quatsch. Ich würde ja behaupten, dass das der geniale Move des Films ist. Weil gerade, also in die Spezifik der englischen Klassengesellschaft rein, wo ja wirklich diese ganze Old-Money-Geschichte nochmal viel krasser ist als irgendwie hier, wo, ich sag mal, da bist du genauso viel wert, wenn du dein Geld, wenn du deine Millionen irgendwie an der Börse verdient hast oder was weiß ich. Aber in England kannst du ja noch so viel Geld verdienen, solange du da nicht einheiratest in eine dieser altaristokratischen Familien, gehörst du da ja nicht dazu. Ja. Und ich finde, das wurde dann quasi dadurch, dass Oliver eben nicht jemand aus der Unterschicht war, sondern jemand aus der Mittelschicht, wurde das erst nochmal so richtig deutlich gemacht. Ja, und er kommt ja aus der Mittelschicht, er kommt ja nicht aus einer neureichen Schicht. Ja. Und das zu behaupten, dass damit dieser Klassismus nicht zündet, tut ja so, als hätte man, wenn man aus dieser Mittelschicht kommt, aus der man kommt, alle Möglichkeiten und alle Möglichkeiten, die eben auch die Oberschicht hat. Ja. Also ich möchte jetzt gar nicht auftröseln, du hast natürlich recht, die aristokratische Oberschicht in England ist nochmal ein eigenes Thema, aber auch so zu tun, als könnte man eben aus der Mittelschicht einfach in die Oberschicht, auch in die Geldoberschicht aufsteigen, ist ja auch das ist halt so eine neoliberale Scheiße. Gell? Ja, also im Endeffekt halt nicht. Sagt der Film quasi, nur wenn man einen so absurden Plan fasst wie Oliver, hat man die Möglichkeit, das zu schaffen, ohne irgendwo einzuheiraten. Genau. Und damit wird das Ganze sozusagen als absurd geführt am Ende. Aber der Plan funktioniert ja trotzdem nicht. Also ich meine, er hat jetzt Old Money und ein Schloss, aber ist auf diesem Schloss völlig allein. Ja, er tanzt alleine zu Murder on the Dance Floor am Ende. Fantastische Szene. Splitterfaser nackt durch sein neu erworbenes Schloss. Aber das ist ja nicht das, was er wollte. Also er ist ja jetzt nicht genau, wie du sagst, anerkannt. Ja, jetzt hat er im Grunde die Börsenmillionen, aber trotzdem gehört er ja da nicht dazu. Das ist halt die Frage, was er wollte. Ja? Vielleicht,
Also der Film heißt ja Saltburn. Vielleicht wollte er einfach Saltburn, ne? Also. Nee, aber da wäre ich schon bei Bob. Also ich glaube nicht, dass Oliver am Ende gewonnen hat, sozusagen. Also auf dem Papier natürlich, aber er geht nicht als der große Gewinner aus der ganzen Geschichte raus für seine persönliche Reise sozusagen. Also er hat in seiner Wahrnehmung schon. Na, ich glaube, da kommt halt diese Begehren-Metapher total rein. Also er hat halt dieses intensive Begehren danach, Teil dieser Schicht zu werden. Und ich glaube, dass dieses Begehren nicht gestillt wird mit dem, was er am Ende gekriegt hat. Und ich glaube auch nicht, dass sein Begehren von Anfang an Saltburn oder also dass der Plan von Anfang an besteht, weil das, glaube ich, will uns der Film auch nicht sagen. Wenn das so wäre, wieso penetriert er dann dieses Grab? Wieso säuft er das Wichswasser? Das ist Saltburn. Also ich glaube, er penetriert da auch nicht Felix, sondern eben Saltburn. Ja, aber das Badewasser? Das, also für mich ist das, so wie ich das gelesen habe, ist es schon ein Stück weit, dass er, wie er das sagt, I loved him and I hated him. Er hat ihn geliebt. Er wollte auch ihn, er wollte seine Anerkennung, er wollte seine Liebe, er wollte seine Nähe und so weiter. Und das ist dann irgendwann gekippt und dann hat er seinen Plan möglicherweise geändert oder angepasst und hat dieses, weil er war so getrieben in diesem Strudel von das hier ist das, was ich immer wollte. Eigentlich ist der ich vielleicht wollte oder seine Liebe oder seine Nähe oder was auch immer. Und dann wird er ja im Grunde, steht er ja unmittelbar vor dem Aus, rausgeschmissen zu werden, diese Geburtstagsparty als seine letzte Nacht. Dann begeht er diesen Mord, weil klar ist, wenn ich es jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht irgendwas mache, dann zerrinnt mir das alles. Und ich glaube, dieser Zusammenbruch nach der Beerdigung, der ist schon echt, aber dann wird halt der Plan angepasst und noch perfider und noch böser gemacht und dann entfaltet sich der Rest des Films. Also ich glaube auch, finde ich auch ganz spannend, also Oliver ist ja so, also ich weiß, vielleicht ist er bisexuell oder er gibt sich so oder vielleicht spielt Geschlecht überhaupt keine Rolle. Auf jeden Fall hat er ja sexuelle Kontakte mit Menschen unterschiedlicher Geschlechter in dem Film. Und eine Sache, die ja viele bisexuelle Menschen über ihre Erweckung sozusagen sagen, ist ja dieser typische Satz von, jetzt für mich als Frau zum Beispiel, ich wusste nicht, I didn't know if I wanted her or if I wanted to be her, so ungefähr. Also so, wenn man jemanden cool fand als junges Mädchen sozusagen. Und ich finde, das spiegelt sich dann quasi in der Figur von Oliver auch wieder. Also er weiß nicht so richtig, will er Felix sein oder will er mit ihm sein? Also und das verschwimmt halt alles. Und das ist, finde ich, das ist für mich das stärkste Moment des Films, dass eben alles, was Oliver begehrt, so miteinander verschwimmt. Und er da noch so gute Pläne machen kann, das am Ende nicht für sich selber so auseinandergedröselt kriegt, dass dieses Begehren irgendwie befriedigt werden kann. Ja. Ja, es ist viel, viele auch, deshalb, weil du vorhin über die Genre-Einordnung dieses Films spekuliert hast, Christoph, ja. Die IMDb sagt Comedy, Drama und Thriller. Und ich würde auch Comedy in erster Linie sagen. Ich finde auch, Comedy ist da auf jeden Fall drin. Also es gibt auch diese, wo wir gerade bei Bisexualität waren, Rosamund Pike wird irgendwann gefragt, ob sie was mit einer Frau hatte. Und sie sagt irgendwie sowas, ja, hat sie mal ausprobiert, aber es war ja alles zu nass. Männer sind immer so schön trocken. Das sind auch so Sätze, wo du dann vor deinem was Rosamund Pike sagt, ist wo du vor deinem Fernseher sitzt und denkst, was ist denn das für eine Charakterisierung? Aber okay. Und du denkst ja halt, eigentlich müssten alle anderen Leute so drum rumsetzen und ihr jetzt da so bombastische Side-Eye geben, aber ja, niemand tut. Ja, aber da saß, glaube ich, keiner mehr. Ich glaube, da saßen sie gerade nur noch zu zweit. Ah, okay. Ja, da waren sie zu zweit. Ja, aber das ist schon so. Und wie sie auch dieses, also ist ganz viel Comedy drin, speziell wenn Rosamund Pike in der Szene ist. Oder wenn, ja, beide Eltern. Beide Eltern, ja, genau. Richard E. Grant kann sowas aber auch. Ist unfassbar gut. Unfassbar gut. Als der Sohn gerade gestorben ist und sie nur so sagt, es ist Zeit für Lunch. Genau. Und dann auch dieses Lunch wieder, das ist ja unfassbar eigentlich. Und dann diese Vorhänge, die der Butler nicht zukriegt und wie er sie dann zuhat, dann ist alles in rotes Licht getaucht und er kriegt mit seinen völlig wirren Haaren so einen Wutanfall. Rein optisch alles so unfassbar komisch, aber gleichzeitig so unfassbar tragisch in dem Augenblick auch. Ja, und
sowohl dort auch, als auch in dem, was wir eben besprochen haben, also diese Friedhofsszene und vieles andere, es ist halt so viel, wo man sich einfach noch Gedanken machen kann, was man so sehen kann oder so, was nicht so eindeutig erzählt ist. Ich bin ja eigentlich sonst ein Freund von Filmen, die geradlinig und eindeutig erzählt werden, aber ich finde das hier sehr schön, dass man so ein bisschen mitspekulieren kann und dann in irgendein Detail rein. Zum Beispiel jetzt in diese Geschichte mit, was du eben gesagt hast, wo sie erzählt, dass sie mal versucht hat mit Frauen auch. Im Hintergrund die Statue, ja, die ist ja auch eine Minotauren oder die, beziehungsweise der, wie heißt der Held, der den Minotaurus erschlagen hat? Ist mir jetzt entfallen, auf jeden Fall. Da müssten wir jetzt auch Jan für einladen. Das ist der im Hintergrund, gell? Das ist diese Statue, wo man da auch drüber nachdenken kann, so wie steht das jetzt in Verbindung mit dem Minotaurus und wen symbolisiert das hier und wen nicht und ja, wer ist überhaupt der Minotaurus in dieser hier, also ist Oliver der Minotaurus oder ist er der den Minotaurus am Ende erschlägt und dadurch eben das Labyrinth gewinnt? Felix ist auf jeden Fall der Penis des Minotaurus. Das sieht man dann als am Ende er ja, als stimmt. Leiche in diesem, wie heißt das, Labyrinth liegt und die Kamera so von oben drauf zufährt. Und er liegt halt, als wäre er der erigierte Penis der Statue. Ja. Okay, Theseus hat den Minotaurus erschlagen. Theseus, was, ja genau, sehr gut. Ja, gut. Was halt dafür spricht, dass der Minotaurus eben Saltburn dann am Ende vielleicht ist. Ja, nee, das Labyrinth ist Saltburn. Egal. Also auf jeden Fall ist lauter so Kleinigkeiten, wo man sich Gedanken machen kann an verschiedenen Punkten. Oder auch diese Pamela-Geschichte. Das ist ja absurd eigentlich. Alles an der. Sowohl wie die aufgemacht ist, wie die dargestellt wird mit ihren Tätowierungen, ihre clownshaften. Und diese Unterhaltung an diesem Essenstisch, wo die andeutet, dass sie eine neue Wohnung hat und dann wie alle beschissen die behandelt wird. Unfassbar. Aber halt sau lustig halt, ne? Aber ja, so gleichzeitig ja. So, dass du denkst, da darf ich jetzt fast nicht drüber lachen. Und wenn du das nächste Mal von ihr hörst, ist sie tot. Ja, genau so. Und dann völlig beiläufig, soll ihr ist tot, ja. Okay. Ja, und was sagt die Rosamund Pike dazu? So, ja, auch damit muss sie jetzt wieder übertreiben oder irgendwie so, oder Hauptsache. Ja, genau. Hauptsache auftreiben. Ich wusste nicht, dass sie tot ist und ich wünschte, nee, was sagt sie? Ich wünschte, ich müsste nicht in die Stadt fahren. So, zu der Beerdigung, ja. So. Wie, die ist tot. Ja, she does everything for attention. Ja, genau. What? Das ist so gut in allem. Also, wie gesagt, beim zweiten Mal habe ich in all diesen Szenen, in all diesen Aussagen gebadet. Es war fantastisch. Also, große Empfehlung, ihn mehrfach zu schauen, auf jeden Fall. Und diese Szenen nach dem Tod von Felix, wenn alle Leute da irgendwie durcheinander laufen auf diesem Anwesen, die Butler. Und ich weiß ja gar nicht, was die da machen. Die Polizei verirrt sich in diesem Maze und alles, wo man sich auch denkt, warum? Also, der Butler kann ihnen nicht helfen, da müssen sie einen Gärtner schicken. Ja. Und dann gibt's. Ich meine, da war ja auch vorher so ein Mummenschanz, also hier so eine Maskenparty und vielleicht müssen die da auch erstmal gucken, wer ist. Es gibt so. Allein so ein Bild, wo Oliver auf so einen Balkon raustritt und man sieht quasi die Kamera hinter ihm her. Und er blickt so über das Anwesen und da liegt halt überall Müll, alles zerstört von den Resten dieser Party. Und das ist eigentlich auch so ein Bild von dem Zustand dieser ganzen Familie und diesem ganzen Anwesen, dieser ganzen Situation. Das ist malerisch. Das funktioniert zum Beispiel fantastisch in 4:3, weil sein Kopf ist genau in der Mitte des Bildes und um ihn rum ist einfach nur Mayhem und zwar halbwegs symmetrisch. Das ist wirklich toll. Ja, das stimmt, ja. Um vielleicht nochmal zwei, drei bisschen, also kritische Punkte zu sagen. Ich finde, manchmal verliert sich der Film ein bisschen darin, andere Filme zu zitieren. Also ich habe das Gefühl, das zweite Drittel, da versuchen sie schon sehr stark so eine Call-Me-By-Your-Name-Ästhetik hinzukriegen. Also ja, wo es quasi um die Anziehung zwischen Felix und Oliver geht. Ja, und Color-Grading, ja total. Ja, ja. Und spätestens im dritten Drittel haben wir ja dann, also der talentierte Shining. Mr. Ripley wird einem so entgegengeworfen. Genau, Shining natürlich mit dem Maze und sowas, aber halt dieses, da ist jemand, der will irgendwie rein in irgendwas und gibt dann und ermordet und gibt vor. Also ich war sehr, ich glaube deshalb war es für mich auch nicht so richtig ein Twist oder eine Wandlung, weil ich von Anfang an sehr dieses talentierte Mr. Ripley Schablone darauf gelegt habe. Und natürlich geht es dann nochmal zwischendurch andere Wege und vielleicht auch in der Endaussage, aber ja, das war mir irgendwie ein bisschen zu viel, ich will nicht sagen kopieren von anderen Dingen, aber ein bisschen zu viel zitieren auf jeden Fall.
Ja. Talentierte Mr. Ripley ist bei mir zu lang her, als dass ich da diese Assoziation gehabt hätte. Diese toskanische Geschichte. Call Me By Your Name. Wie es heißt. Call Me By Your Name. Mochte ich ja gar nicht, war überhaupt nicht mein Film. Aber du hast recht, das ist schon, hatte Bob ja vorhin auch gesagt, das kam einem vor wie die Toskana. Das stimmt, das hatte schon was davon, ja. Nee, aber hat mich nicht gestört, also. Und naja, und was mich halt am meisten gestört hat, ist tatsächlich am Ende diese Montage, die halt für mich nur noch offensichtliche Dinge nochmal gezeigt hat, so. Aber ich habe jetzt gelernt, dass andere das nicht vorher gesehen haben und oder nicht vorher erahnt haben und für die war das dann vielleicht okay. Das war mir zu literal irgendwie. Das hätte ich einfach nicht gebraucht. Das hätte man ein bisschen mehr im bisschen weniger da sein können, im, ja. Also es hätte ja gereicht, wenn er dann nochmal 2, 3 Sätze sagt zu ihr von wegen, ja, jetzt habe ich ja erreicht, was ich will und wie schon damals. Und dann hätte man nicht nochmal den ganzen Film aus seiner Perspektive neu nacherzählen müssen. Ja, hätte man nicht müssen, aber also ich hat mich auch nicht gestört, dass es so war. Also ist halt auf die Nase, klar. Aber ja. Vor allen Dingen diese Rückblenden, die dir dann quasi erzählen sollen, ja, okay, das mit dem kaputten Reifen fand ich so, das musste man nochmal sehen, damit man weiß, dass er sozusagen von Anfang an das kein Zufall war. Und das mit dem Gift vielleicht, okay, dass das klar ist, es sind hier nicht nur wilde Unfälle. Aber den Rest, den lässt er ja dann, da werden dann wieder Szenen gezeigt, die auch noch irgendwie im Wagen bleiben. Also zum Beispiel, was ist mit Venetia in der Badewanne? Da wird, glaube ich, nicht wirklich gezeigt, was er tut. Das muss man sich dann trotzdem noch zusammendenken. Man sieht, dass er ihr die Tabletten hinlegt in dem Rücken. Die Klinge so direkt neben das Ding legt. Genau. Also das sieht man. Aber dann muss man sich zusammenreimen, dass sie sich dann plötzlich dann trotz, also oh, eine Klinge, dann mach ich mal Selbstmord. Gute Idee eigentlich. Also, okay, weiß ich nicht. Kaufe ich vielleicht nicht hundertprozentig. Und am Schluss, wie ihr dann Rosamund Pike, ich weiß ihren Charakternamen nicht, umbringt. Elspeth. Wird da nicht irgendjemand Fragen stellen, wenn man dir den Luftröhrenschlauch einfach komplett rauszerrt? So, wie vertuschst du das denn? Na, das fand ich klug eigentlich, dass wir das in die Corona-Zeit legen, weil das halt dieser Mord ja nur deswegen nicht auffällt, weil es halt in der Corona-Zeit stattfindet, wo halt Menschen genau so gestorben sind. Ja? Also nicht, indem man ihnen den Schlauch rauszieht, sondern indem sie halt an einem Beatmungsgerät hängen und dann irgendwann halt ersticken. Ne? Ja, aber dann und kommt dann kommt, halt den Schlauch zieht, wenn sie tot ist. Ja, warum nicht, gell? Weil er war ja im Endeffekt die pflegende Person. Und kannst ja den Schlauch auch ziehen, wenn sie tot ist, oder? Ah ja, so meinst du, also, das hinterher so hinstellt. Das fand ich gerade cool, dass dann eben Corona damit, also wir sehen ja Corona in wenig Filmen bisher, obwohl es ja eigentlich mittlerweile Filme in der Zeit stattfinden müssten und das eigentlich da haben wir doch noch stärker in der Corona-Zeit diesen unsäglichen Film, wo die dann den ja klar, ein paar wenige gibt's, ja, The Bubble. Ja, genau. Aber hier Glass Onion zum Beispiel hat es sehr geschickt eingesetzt. Genau, zum Beispiel. Manche setzen das ein, aber insgesamt kommt es noch relativ wenig vor. Und hier ist halt so, dass es eben nicht nur die Maskensache thematisiert wird, sondern eben tatsächlich das zu Hause am Beatmungsgerät ersticken. Und das fand ich schon recht bemerkenswert und ich fand es dann eben auch klug eingesetzt, weil es halt im Endeffekt seine Vertuschung ist. Also die Corona ist die Vertuschung für ihn. Okay, ja, so habe ich also das nicht gesehen, aber ja, das kann man schon theoretisch so lesen, ja. Ja. Ja gut. Wie der Dings abhanden gekommen ist, das wissen wir nicht, oder? Oder habe ich das nicht kapiert? Also ihr Mann? Der ist auch gestorben. Der ist, ja, aber da liegen ja hat er ihn umgebracht oder ist der... Nee. Oder hat der sich umgebracht? Oder, weil da sagt er doch auch irgendwie sowas wie, da war doch was. Ich hätte gedacht, dass er es früher macht oder irgendwie sowas. Ja. Oder hat mich gewundert, wie lange er durchhält oder irgendwie sowas. Aber da liegen 16 Jahre dazwischen. Nee. Mehr, oder? Ganz 8. 8. Ich glaube 8, oder? Nee, 2022 minus 2006 sind 16 Jahre. Mhm. Ah, okay. Also der war ja jetzt, also klar, da muss er noch nicht sterben, aber theoretisch ist es auch denkbar, dass es einfach so passiert ist. Warum sollte er sonst so lange warten? Hm. Nachdem er das in Keine der Ahnung. Zeitung liest,
er scheint ja genug Geld gemacht zu haben mit dem, was der ihm da ausbezahlt, weil wir sehen ihn dann doch in sehr adäquaten Wohnunterkünften da seine nächste Zeit verbringen, in diesem Zusammenschnitt, bis er dann in der Zeitung liest, dass der gestorben ist. Und dann drapiert er sich ja da in das Café rein, weil er scheinbar weiß, wo sie verkehrt oder sie wieder ausspioniert, wie auch immer. Wie er da sitzt und einfach wilden Kram auf seiner Tastatur filmt. Hätte es auch nicht gebraucht. Der ist so gruselig. Die Szene hätte es auch nicht gebraucht, oder? Dass, nee. Der, da, dass er sich dahin drapiert hat, das wusste man. Also. Deshalb, ja, das zahlt alles darauf ein, dass dieser Abschlussmontage für mich nicht so gewirkt hat. Ja. Gut, habt ihr noch was für den Spoiler-Teil? Sonst mache ich die Kapitelmarke und dann kehren wir für die. Ja, do it. Do it, okay. So, da sind wir wieder zurück. Vielen Dank fürs Springen. Wenn ihr den Spoiler-Teil nicht hören wolltet, dann lasst uns noch einen Knopf dran machen und dem Film Punkte auf einer Skala von unten ist sie offen und nach 10 hat sie oben gegeben. Unten ist sie offen? Naja. Ja, es haben schon Leute Minuspunkte vergeben, wollte ich damit sagen. Ja, schon Leute, der Martin vielleicht da. So. Also Stefan wissen wir ja schon, ne? 5 hat er gegeben. Ich glaube 5, ja. Gut, also weiß ich nicht, vielleicht wollen wir da eine aufsteigende Reihenfolge reinbringen, dann müssen Becky und ich uns nur einigen, wer jetzt hier mehr von uns beiden gibt. Also sag ich mal, Bob, dann musst du jetzt dran. Dass Christoph 10 gibt, das steht ja außer Frage. Also ich gebe dem Film 7,5 von 10 Punkten. Also ja, ich habe halt 3,5 Sterne bei Letterboxd gegeben. Das heißt, das wären 7 in eurer eurem Rating. Aber wie gesagt, ich glaube, es spielt ein bisschen meine hohen Erwartungen rein, sonst wäre es vielleicht noch ein bisschen mehr gewesen. Ja, die hatte ich nicht. Also beziehungsweise die hatte ich nach der ersten Szene wegen des Händel-Marschs, weil da war ich für den Film eingenommen, aber dann hat er mich wieder ein bisschen verloren. Aber ich habe Promising Young Woman auch nicht gesehen bisher, muss ich gestehen. Großer Fehler. Ja, den muss weiß, man wirklich weiß. Gesehen ist, haben. Den habe ich auf meiner Liste, aber ich habe es irgendwie noch nicht gemacht. Tja, ist jetzt zu alt für diesen Podcast. Ja, also wie gesagt, ich hatte ein bisschen Probleme mit diesem Seitenverhältnis, das habe ich nicht kapiert, da bin ich zu blöd für, aber vielleicht ist es auch nur sowas, wo ich mir noch mehr Gedanken drüber machen muss oder Sekundärliteratur dazu lesen muss, keine Ahnung, sonst fand ich den gerade eben nach dem zweiten Sehen super rund und perfekt und ich habe da wenig dran auszusetzen. Ja, am Ende war er ein bisschen auf die Nase, aber egal, ich gebe dem 10 Punkte, komm. Nice. Ich hab's gewusst. So. Ich habe überlegt, ob ich ihm 9,5 gebe, aber nee, ich gebe ihm 10. Ich glaube, bei IMDb habe ich ihm noch 9 gegeben, aber bei Letterboxd habe ich noch nicht bewertet. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir bei Bottoms eine ähnlich große Spanne hinkriegen. Aber bevor wir das tun, trinken wir ein bisschen was. Und kommen zur Droge der Wahl. Becky, was gibt's bei dir Schönes? Champagner wahrscheinlich. Ja. Genau, also ich habe mich natürlich davon inspirieren lassen, dass die da die ganze Zeit Champagner trinken in diesem Film. Aber ich hatte noch wir hatten hier in diesem Haushalt einen Adventskalender mit so verschiedenen ess- und trinkbaren Dingen drin. Und da hatten wir noch eine Flasche Raumland-Sekt-Tradition-Brü. Und das habe ich aufgemacht, aber das habe ich nicht dabei belassen, sondern ich habe mir gedacht, es muss heute was Rotes sein, weil wenn es im Jahr 2024 immer noch ein Skandal ist, wenn Menstruationsblut an Mündern in einem Film zu sehen ist, dann muss es jetzt was Rotes in mein Glas schaffen. Und wie es der Zufall so will, war in diesem Adventskalender auch ein Dr. Jaglers Glühwein-Kräuterelixier, erlesener Winterkräuter-Gewürzlikör mit der Empfehlung, als Aperitif mit Cremant ihn zu trinken. Und dementsprechend habe ich jetzt quasi diesen Likör mit meinem Sekt gemischt und hier eine rote, blubberige Flüssigkeit vor mir. Und der Gewürzlikör ist rot. Ja, warte, besteht aus Glühweinkräutern und Lebkuchengewürzen wie Pomeranzenschalen, Nelken, Kardamom, Sternanis, Walnüssen, Orangenschalen, Zimt, roten Trauben, Anis, Koriander, Süßholz, Holzwurzel und Vanille.
Das und es schmeckt Tränen. Ganz geil, muss ich sagen. Ist genauso wie das Menstruationsblut im Film wahrscheinlich so rot, wie Menstruationsblut nie ist. Und ja, ja. Voll auf Sauerstoff. Fall. Viel Sauerstoff drin. Genau, das trinke ich jetzt. Wohl bekomm's. Schön. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich immer Champagner trinken. Manchmal habe ich so gedacht, es könnten auch trockene Martinis sein, was die trinken. What? Achso, ja, bei ihr, ne, Rosamunde Pike, die trinkt so. Ja, ja, genau. Also da ja. Dachte, dass es ein Aviation sei vielleicht, so von der Farbe. Ich dachte auch, es wäre ein Aviation, ja. Ich hatte genau den gleichen Gedanken. Und ich glaube, es lag aber nur am Color Grading. Aber beim ersten Mal schauen habe ich auch gesagt, ja, das ist ein Aviation. Und beim zweiten Mal schauen habe ich gedacht, ah, es kann auch ein trockener Martini, es kann sogar Champagner sein. Aber ich bin zum Schluss gekommen, es ist ein trockener Martini und deswegen trinke ich hier einfach Gin pur, weil den trockenen Martini, den ich mag, ist einfach Gin pur. Und ich trinke Star of Bombay. Das ist die Noble Range von Bombay Sapphire. Eine sehr schöne blaue Flasche mit einem sehr englisch-kolonialistisch, ja, verstehe. Sehr englisch-kolonialistisch, ein bisschen charakterlos. Ja, passend. Flach und charakterlos, aber schön kolonialistisch. Okay. Ja, ich muss leider gestehen, dass meine Getränkeauswahl nicht so wirklich, also man kann sie mit dem Film korrelieren, aber das war jetzt auch nicht der Kerngedanke. Ich wollte nur heute keinen Schnaps trinken, weil es mir irgendwie komisch ging heute einen Tag über und wollte dann Low Alcohol und das Einzige, was ich jetzt auf die Schnelle vorhin, weil ich auch Kinder noch zu Bett gelegt habe, gefunden habe, war eine Flasche Bier, aber das haben sie ja auch im Pub reichlich zu sich genommen, von daher. Stimmt. Irgendeinen Bezug hat es noch, aber es wäre jetzt wahrscheinlich, wenn ich länger drüber nachgedacht hätte. Englisches und Bier. Nee, habe ich auf die Schnelle jetzt nicht zur Hand gehabt. Ist ein ganz klassisches deutsches Rothauspilz aus dem Schwarzwald. Aha. Genau. Also wenn ich länger drüber nachgedacht hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht das, oder wenn ich Alkohol jetzt härterer Art getrunken hätte, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwas Englisches, Spirituosiges wie Gin oder so gewählt, aber das wollte ich heute nicht. So, so. So, so. Und damit kommen wir zu Bottoms. Wer möchte. Genau, Becky hat uns noch einen zweiten Film mitgebracht. Ich konnte mich nicht entscheiden. Und ihr euch auch nicht. Ich bin froh, dass wir Saltburn als Headliner genommen haben. Aber erklär uns doch Bottoms erstmal, beziehungsweise schildere uns den Inhalt. Vielleicht verstehe ich dann schon mehr. Das ist natürlich auch wieder schwer mit dem Spoilern, ne, bei dem Film. Also, ist halt die Frage, was man so erzählen möchte, ne? Also ich fange vielleicht erstmal wieder kurz mit dem Drumherum an. Also es ist der zweite große Spielfilm von der Regisseurin Emma Seligmann. Der erste war Shiver Baby, der wirklich top-notch Kammerspiel ist. Großartiger Film, wirklich. Da geht es um eine, die gleiche Hauptdarstellerin, Rachel Sennett ist auch da die Hauptdarstellerin und sie ist quasi gerade bei ihren Eltern und die müssen in der Nachbarschaft zur Shiva, wo jemand, also Shiva ist, wo du im Judentum hingehst, wenn jemand gestorben ist und dann hast du dein Haus eine Weile offen und Leute kommen vorbei und bekunden ihre Trauer und so. Und da ist halt sehr viel los in dem Haus und sie redet mit lauter Leuten, die sie kennt, als sie noch ein Kind war und sie hat halt seitdem nicht so viel geschafft und dann ist auch noch ihr Typ, mit dem sie was hat, läuft da rum, der hat aber eigentlich eine Familie und wie auch immer, wir wollen ja nicht über den Film reden, aber er ist, also was so Tension und sowas angeht, schon wirklich, also fun und ganz kurz, 87 Minuten oder so. Und deshalb war ich extrem hyped, dass ein neuer Film von ihr kommt. Und das ist jetzt Bottoms. Gleiche Hauptdarstellerin, sagte ich schon. Und die zweite Hauptdarstellerin ist Ayo Edebiri, die wir aus The Bear kennen. Ja, und aus dem Film letzte Woche, oder? Den, war sie da auch? Stefan und Lissi besprochen haben. Ja, fiel mir jetzt auf, dass wir sie jetzt jede Woche offensichtlich besprechen. Weil The Bear werden wir in Kürze auch noch besprechen. Also, ja. Sehr schön. Die beiden spielen quasi Highschool-Students, die lesbisch sind beide verliebt in Mitschülerinnen, von denen man glauben kann, sie sind vielleicht nicht lesbisch oder stehen auf jeden Fall nicht auf Frauen. Und ja, die beiden sind auch so ein bisschen zusätzlich Außenseiterinnen in ihrer Klasse, in ihrem Jahrgang nicht so beliebt und sie gründen dann einen Fight Club,
Mit der Hoffnung, dabei an die beiden Mädels ranzukommen, an die sie, auf die sie stehen. Also ein Fight Club nur für Mädchen. Ja, also es geht darum. Verteidigungskurs, genau. Im Endeffekt. Ja, ja, aber es ist schon, also es spielt aber sehr mit dem Fight Club-Thema. Von Kampfsport haben, ist es am Ende ein Fight Club, ja, genau. Richtig. Sie haben ja nichts, was sie vermitteln können an, genau, Lehrinhalt. Sie haben nichts theoretisch, was sie vermitteln können. Praktisch entsteht aber im Laufe der Zeit eine große Solidarität zwischen den verschiedenen Schülerinnen, die in diesem Fight Club sind. Alle teilen nach und nach auch Geheimnisse miteinander, die sie bisher nicht ihren Freundinnen erzählt haben. Auch der Lehrer macht da übrigens mit. Und ja, dann würde ich sagen, schlägt noch eine Eskalationsspirale zu und der Film rollt auf eine absolute Abschlusseskalation am Ende bei einem großen Footballspiel im Freien, im Dunkeln zu. In der unter anderem ein Schwert aus Herr der Ringe eine Rolle spielt. Okay. Richtig, die Sache mit dem Schwert ist deswegen, also Eskalation, ja, ist durchaus Eskalation. Wie fanden wir das? Bob, du hast es nicht gesehen, oder? Ich habe das nicht gesehen, aber jetzt erstmal, also wir befinden uns, und das hoffe ich jetzt einfach nur, im Genre der Comedy, oder? Wir befinden uns, würde ich sagen, ja, in der Neudefinition des Genres Highschool-Rom-Com. Coming of Age? Also diese ganzen Highschool-Filme der 90er und Anfang der 2000er Jahre, ich glaube, die werden mit diesem Film, ja, das stimmt, quasi, also einerseits zitiert, aber andererseits ist dieser Film, also hebt es mit dem Ende halt auf ein ganz neues, also der Film, das kann man vielleicht dazu sagen, der entfernt sich am Ende von der Realität oder vom Realismus und es passieren Dinge, die, also der scheißt am Ende auf die Regeln von Realität so, und das macht er auf die bockigste Art und Weise irgendwie, ja. Okay. Bockig ist eine gute. Also am Ende kommen die Zombies quasi, Bezeichnung, ja, wie Christoph in dem anderen Film erwartet hat. Ja, so ungefähr. Also, ja. Also es gibt viele Tote, es gibt sehr, sehr viele Tote am Ende. Es gibt Bomben, es gibt ein Schwert aus Herr der Ringe, es gibt ein Football-Maskottchen, was den größten Penis aller Zeiten hat. Also dieser Film ist voller Absurditäten irgendwie, aber erzählt gleichzeitig irgendwie eine sehr empowernde Geschichte und das gefällt mir sehr gut. Klingt gut, vielleicht sollte ich den echt noch gucken. Aber ja, mal gucken, was Christoph sagt. Es klingt die ganze Zeit durch, dass Christoph irgendwie Schwierigkeiten hat. Jetzt. Ja, ich hatte große Schwierigkeiten. Also ich konnte ihn überhaupt nicht packen. Also Erstmal fand ich die Protagonistin sehr, sehr unsympathisch. Auch ihre Beweggründe sind ja, also die wollen halt einfach Mädchen flachlegen. Also, und deswegen, das ist übrigens im ersten Film von Emma Seligman auch schon so. Die Rolle, die Rachel Sennett da spielt, die soll auch nicht sympathisch sein. Ja. Und dann, was mich halt sehr gestört hat, weil ich halt einen Kampfsport-Hintergrund auch habe, ist halt, dass das Kämpfen ist halt so katastrophal beschissen. Also es sieht beschissen aus. Es ist halt, es hat mit Kampf nichts zu tun und die Brutalität, ja, es wird am Ende blutig und so, aber in, ich würde sagen, 90% der Fälle sieht es auch nicht nach Brutalität aus oder nach. Ja, die haben ja auch keinen Kampfsport-Hintergrund, oder? Es müsste doch eigentlich nach Gestümper aussehen, dann wäre es doch realistisch. Es ist grauenhaftes Gestümper, aber es ist eben nicht nur Gestümper der Protagonisten, sondern ich finde, es ist auch zum Teil Gestümper der Schauspieler. Also habe ich eine Theorie zu Interpretations, ja, okay, also zumindest zu den ganzen Kampfchoreografie-Geschichten. Mhm. Ich glaube, dass das sehr stark ein Kommentar auf das Fight Club Fandom ist, also Fight Club der Film, der ja, also ich glaube, man kann zu dem Film stehen, wie man will. Es gibt Leute, die finden ihn richtig geil, es gibt Leute, die finden ihn richtig scheiße, aber es ist Fakt, dass sich sehr viele so Insel-Dudes sehr angezogen fühlen und für die Tyler Durden irgendwie der Held auf Erden ist. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie kampfästhetisch inszeniert wird in diesem Film. Und ich glaube,
genau darum geht's Emma Seligman hier, das eben nicht so ästhetisch zu inszenieren, wie es Fight Club tut. Also ich glaube, deshalb habe ich auch so auf Fight Club beharrt vorhin bei dem, was sie gründen. Ich glaube, das ist ein ganz klarer Kommentar darauf, auf quasi die Verantwortung der Filmschaffenden für die Followerschaft, die sie anziehen. Ja, aber was dann halt am Ende bleibt oder sehr leicht bleiben könnte, ist, ja, okay, da sind diese, ich sag's jetzt bewusst despektierlich, diese Mädchen, die einen Fight Club machen und sie können es halt nicht richtig und es sieht scheiße aus. Also das kann da halt bleiben, gell? Und das finde ich dann überhaupt nicht empowernd, sondern das ist dann so, ja, aber empowernd halt Blutbad, okay, aber so what? Also, aber eigentlich ihr könnte das halt also nicht. Ihr macht mir immer mehr Lust, den Blutbad am Ende ist alles, das, ich muss also, gucken. Bob, das ist, der wird dir überhaupt nicht gefallen, der Film. Wirklich, die letzten 10 Minuten sind wirklich, ich habe lange nicht mehr so viel laut aufgeschrien beim Film gucken, weil ich es nicht fassen konnte, was passiert. Davor ist es nervig und öde, finde ich. Warte mal, ich kann also, ja mal gucken, was der Stefan dazu schreibt. Vielleicht auch kleiner Trivia-Fact, während du das nachguckst. Hier, ja. Also sowohl Emma Selig, also Rachel Sennett und Ayo Edebiri, die beiden Hauptdarstellerinnen, die haben in einem Zimmer gewohnt während des Studiums. Und Emma Seligman war ihre Mitstudentin. Also die sind quasi drei College-Freundinnen, die gemeinsam diesen Film gemacht haben. Genau. Der Stefan schreibt, ich war wenig begeistert von beiden Filmen und habe mich sehr schwer getan. Bottoms bekommt für Martian Lynch und Sid, also das ist die aus The Bear, extra Punkte, vielleicht so 4. Okay. Also 4 ist schon 4. Mit extra Punkten, Halleluja. Ja. Halleluja, genau. Kleiner Spoiler, bei mir wird es auch nicht mehr. Ich kann den Film so schlecht packen, deswegen habe ich jetzt gehofft, dass du irgendwie mir den schmackhaft machen kannst. Ein bisschen schaffst du das auch, aber nur ein bisschen eben, nicht genug, als dass er mich wirklich interessieren würde. Weil ich finde, dass, jetzt mal von dieser Endszene abgesehen, das alles so uninteressant ist, was gezeigt wird und so unmotiviert. So, wie ich sagte vorhin, so, ja, die wollen halt Mädchen flachlegen und dann machen wir Fight Club. Das ist die Story, mehr ist es halt nicht. Aber das ist doch ganz klar auch ein Kommentar auf die Highschool-Filme, in denen es die ganze Zeit nur darum geht, dass die Jungs die Mädchen flachlegen wollen. Ja, ja, klar. Und einfach mal zu sagen, okay, wir machen das auch. Und da entsteht dann aber halt was ganz anderes draus, als es bei so einem klassischen Highschool-Film gewesen wäre. Ja, was entsteht daraus? Das und noch dazu, ich verstehe gar nicht, dass du es nicht Blutbad, lustig findest. Was entsteht daraus? Da entsteht doch nichts draus. Doch gar nicht. Bitte, am Ende der große Kuss die Kussszene ist so erotisch und Was? Das fand's erotisch? Das fand's extrem egal. Erotisch. Das fand's so egal. Und, extrem erotisch und der ganze Fight Club, also jede der Frauen im Fight Club hat ja irgendwann noch ihren Empowerment-Moment und also es ist so viele witzige Dinge, die einfach passieren in den Sätze, wirklich Drehbuchsätze, da schmeiße ich mich weg. War nicht mein Humor. Ja, und genau deshalb glaube ich, dass ich den gucken sollte, weil das ist so wie ein Bild. Das ist oft so, wenn ich irgendwas brüllend komisch finde und genau solche Reden halte, wie Becky sie hier gerade zu Protokoll gegeben hat, dann gucke ich bei Christoph und Stefan oft in solche Gesichter und habe das Gefühl, das kann doch nicht sein, dass ihr das nicht lustig findet. Und deshalb glaube ich, das könnte was für mich sein. Vielleicht. Also ich habe hier eine Person in meiner Letterboxd-Timeline, die hat den Film 10-mal gelockt, seit es den gibt, und jedes Mal 5 Sterne gegeben und jede Review ist einfach nur ein geiles Zitat aus dem Film. Und ich gucke mir diese Zitate nur an und muss schon wieder nur lachen hier. Also, ja, I love it. Ich glaube, ich habe ihn nicht verstanden oder ich bin einfach nicht die Zielgruppe oder keine Ahnung. Also, er hat mich irgendwie, der packt mich gar nicht. Bob, schau ihn bitte mal. Ich gehe davon aus, du wirst ihn nicht mögen, aber vielleicht ja doch. Keine Ahnung. Okay. Nun denn, gut. Also, Bob. Für mich ist das ein klarer 5-Sterne, 10-Punkte-Film. Wow, ja, echt? 10 Punkte? Wow, ja, das ist ja krass. In meinem Podcast, wo wir noch den Jahresrückblick machen, wird er sehr weit oben in meiner Jahrestop-10 landen. Kann man sich schon mal drauf einstellen. Spoiler.
Ich sag nicht wo, aber ich habe viele Fünf-Sterne-Filme dieses Jahr tatsächlich. Also, ja. Also ich gebe ihm wirklich mit Wohlwollen und Extrapunkte für Sid 3 Punkte. Das, also es ist gar nicht mein Film. Ich fand den öde und zusammengestopselt und die Fight-Szenen sehen einfach so beschissen aus. Es ärgert mich einfach, sowas anzuschauen. Mag sein, dass das gerade das Stilmittel ist, aber das ist dann, das triggert mich zu sehr. Das kann ich nicht sehen, wenn Leute so beschissen kämpfen. Das ist furchtbar. Und ja, das Ende ist lustig, da gebe ich dir recht. Deswegen kriegt er ja auch 3 Punkte. Gut gemeint 3 Punkte. Von 10. Lieb gemeint, ja, ja. Nee, es ist einfach nicht mein Film, es tut mir leid. Ja, Bob, ich bin gespannt, was du dann berichten wirst, so in 2 Wochen. Ich auch. Okay, ich hoffe, ich vergesse das nicht zu tun. Aber ja, ich schreibe mir das. Ich werde dich erinnern. Mach das. Ja. Das machst du ja eh dauernd. Mir Listen schicken von hunderten von Dingen, die ich noch gucken muss. Und ich gucke die Listen mal an und denke mir, ja, somebody kill me. Die Serie und die Serie. Ach, Becky, da ist mir noch ein Thema eingefallen, was ich dich fragen wollte. Na dann. Willst du jetzt reinkrätschen oder nachher? Ja, mach doch einfach. Ich habe nämlich die Folge gehört von euch letzte Woche zum Thema Doctor Who. Mhm. Und da sagte irgendjemand, da soll man mal Becky fragen. Und ich bin da angefixt. Übrigens, Bob, sehr schön, wie ihr meine Frau unter den Bus werft, sogar in meiner Abwesenheit. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Zum Thema Technikfeindlichkeit. Ach so. Aber nee, genau, ich hatte mich mit Lizzie ein bisschen ausgetauscht zu Doctor Who. Genau, ich habe Doctor Who, ich weiß, dass das so ein Ding ist. Ich kenne das aus so Memes mit dieser David Tennant im Regen. Nee, nicht mal, nee? Sondern nur diese Telefonbox. Ja, die TARDIS. Viel mehr weiß ich von Doctor Who nicht. Ich weiß, dass es offensichtlich so ein Nerd-Ding ist, was komischerweise komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß nichts darüber. Ich weiß da aus eurem Podcast, dass David Tennant ihn gespielt hat, aber dass er wohl nicht der Einzige war, der das war. Und ich weiß aus der Folge letzte Woche, dass es wohl irgendwie schon 18 Doctor Who-Schauspieler gab oder keine Ahnung. 15. Genau, ja, knapp daneben. So, jetzt meine Frage. Ich bin hooked, ja, ziemlich am Land. Ich bin großer David Tennant-Fan. Deswegen der Tipp von Lissy, jetzt einfach mit der neuen Iteration anzufangen, widerstrebt mir ein bisschen. Ich würde gern diese Tennant-Sache schauen. Wo steige ich ein? Einfach am Anfang von Tennant oder vorher? Oder, ja, der war es ja zweimal. Quatsch? Der war es ja zweimal. Also, genau. Das sind alles Informationen, die ich nicht habe. Ich habe null Ahnung. Also er hat ja jetzt diese drei Specials gespielt, über die ihr auch gesprochen habt. Aber seine ursprüngliche Zeit war ja in den Staffeln 2 bis 4 des New Who, also ab 2007 oder so. Mhm. New Who, weil es gab halt die Serie früher schon mal und dann lange nicht. Und dann gab es ein Reboot halt 2005 ab den 60ern, Anfang oder Ende also der 50er, Anfang der 60er. Okay. Dir kommt jetzt zugute, dass ich vor mittlerweile 4 Jahren für das Blog Feminismus oder Schlägerei, sehr passend zum Film davor, der Segway ist ja unfassbar gut. Ein Artikel geschrieben habe, der heißt Doctor Who für AnfängerInnen. Den schicke ich dir natürlich gleich hinterher. Das Problem ist, ja, der Blog Fall. Wird nicht mehr so richtig gepflegt und ich sehe gerade, das Design ist gerade zerschossen, aber der Artikel ist trotzdem da und da gebe ich auch 3 mögliche Wege, wie man einsteigen kann in die Serie. Also ich persönlich bin damals, ich gucke das auch noch gar nicht so lange, mir wurde halt immer von Erik und Christopher, meinen beiden Mitpodcastern, davon vorgeschwärmt und ich bin dann einfach eingestiegen mit der aktuellen Staffel, die dann gerade aktuell war und habe mir dann halt Dinge, die ich nicht sofort verstanden habe, kurz ergoogelt oder von den erklären lassen. Also wenn dann das erste Mal der Sonic Screwdriver zu sehen ist und ich nicht weiß, was das ist, dann frage ich kurz, was ist das? Und dann versteht man das auch weiter, weil die einzelnen Episoden meistens halt auch ohne Wissen drumherum zu verstehen sind. Das heißt, das wäre eine Option. Wenn du allerdings mit Tennant anfangen willst, dann würde ich sagen, fang gleich vorne mit New Who an, also mit der Staffel 1 von den Neuen. Wo finde ich die denn? In der Hoffnung, also wir haben alle die Hoffnung, dass sie bald zu Disney kommen, weil Disney hat jetzt einen neuen Vertrag sozusagen. Bei mit, Disney sehe ich nämlich nur die Specials. Genau, noch sind nur die neuen Sachen da. Wir hoffen, dass bald die alten Sachen auch kommen. Aktuell musst du die noch leihen wo oder kaufen. Mhm. Also die gibt's nirgendwo frei. Oder du machst einen Kurztrip nach England und nutzt dort den BBC-Player.
Der BBC iPlayer hat sie alle und heißt er noch iPlayer? Egal. Ah ja, genau. Und es gibt auch so einen BBC-Channel bei Amazon. Bei dem haben wir es damit. Also den haben wir damals abonniert und dann damit alles geguckt. Vielleicht geht das auch noch. Und genau, dann würde ich anfangen mit der 2005er Staffel. Das ist sozusagen die Staffel 1 des Reboots. Das ist dann eine Staffel mit Christopher Eccleston als Doktor und dann kommt David Tennant als nächster für 3 Staffeln. Und das ist auch strange. Warum ist dann für eine Staffel ein anderer und dann für 3 Staffeln neue Schauspieler? Haben die sich da nicht Gedanken gemacht? Wollte der dann nach einer Staffel nicht mehr? Oder hat das inhaltliche Gründe? Warum das? Also grundsätzlich hat es inhaltliche Gründe. Also der Doktor ist ja ein, ich weiß nicht, wie viel du weißt, aber ja, der Doktor ist ein Alien. Ich letztes Mal gesagt. Ah, das wusste ich nicht. Okay, ich wusste, dass es um Zeitreisen geht. Also ist ein Alien, also ich sag jetzt mal so das Wissen, was man über den Doktor hatte von vor 5 Jahren, um dich nicht mit den neuesten Entwicklungen zu spoilern, aber der Doktor ist ein Alien, ein Time Lord, und Time Lords haben sozusagen 11 Regenerationsleben. Das heißt, irgendwann kommt der Moment, wo ein Time Lord regeneriert und plötzlich ein neues Gesicht kriegt. Und das ist natürlich für eine Serie, die über viele Jahrzehnte laufen will, extrem perfekt, weil sie dann nicht auf den immer gleichen Hauptdarsteller angewiesen ist. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, als das konzipiert wurde. Wenn der Scheiße ist, also dann können wir den rausschmeißen. Hatten sie nicht von Anfang an so konzipiert, sondern der wollte dann halt gehen und dann haben sie sich das überlegt, dass sie das, weil die Serie so gut lief, weitermachen wollen. Gibt es auch einen Film drüber, also einen Spielfilm über die Entstehung von Doctor Who, der ist auch sehr empfehlenswert. Und jedenfalls kann man aber mit der 2005er Iteration super anfangen und hat dann zwar auch noch viele Staffeln vor sich, aber genau, was man sich halt im Kopf behalten muss. Wie viele sind das mittlerweile? 11? Wow, okay. Warte mal, eine Eccleston, 3 Tennant, 3 Matt Smith. Und sind das so Staffeln, so Netflix-Staffeln oder so Star Trek-Staffeln? Also so 12, 10 Folgen, glaube ich. Okay, 13, dann gibt es 19, 14, 15, 12, 13, 11, 10, sowas. Aber bei 19 könnte auch mal sein, dass die Specials mitgezählt werden. Also es gibt dann immer bei Doctor Who halt wie jetzt auch so Weihnachts- oder Silvester-Specials und genau. Und genau, was du halt im Kopf haben musst, wenn du das anfängst, ist, also wir befinden uns im Jahr 2005. Ja. Und es ist eine Fernsehserie aus England. Das Budget für Special Effects war nicht so groß. Behalt es einfach im Kopf. Da ist noch ziemlich viel, bisschen albern und handgemacht. Ist mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre her. Habe ich mit meiner Frau Star Trek Up Next Generation komplett geschaut. Eben auch so DS9 mit gemalten Hintergründen innerhalb der Station und so, wo eben ein Gang einfach mit einem Bild gemalt wird. Das sieht heute auf HD-Fernsehern auch absurd aus. Und trotzdem, wenn die Geschichten gut sind, kann man das immer noch gut schauen. Also da habe ich keinen Schmerz mit. Ja. Also dann würde ich, wie gesagt, auf jeden Fall bei ihm anfangen, weil es gibt ja immer den Doktor und noch Companions, also Leute, die an seiner Seite mit ihm durch die Zeit und Raum reisen. Und da wird Rose eingeführt als erste Companion, die dann auch in der David Tennant-Ära noch eine sehr große Rolle spielen wird. Okay. Na gut, dann hoffe ich, dass es bald zu Disney kommt oder zu einem der anderen Streaming-Dienste, die wir haben. Und dann werde ich mir das mal zu Gemüte führen. Ich bin gespannt. Ich schicke dir noch den Artikel, könnt ihr ja, die Optik ist wie gesagt gewöhnungsbedürftig, aber der Inhalt, den kann man glaube ich immer noch gut lesen, um einmal einen Eindruck davon zu kriegen, was die Serie eigentlich ist. Ist schon erstaunlich irgendwie, das ist ja echt so ein Nerd-Ding, aber es ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Also, ja, ich hätte auch gedacht, jemand, der Star Trek komplett mehrfach geguckt hat. Es geht mir da absolut genauso wie Christoph. Also ich wusste, was die TARDIS ist und ich wusste, dass es Doctor Who gibt, und mich hat einfach immer dieses 26.950 Staffeln not gonna bother. Man kann eigentlich mit jeder Iteration, also mit jedem neuen regenerierten Doktor kann man sehr gut eigentlich neu anfangen. Ja, das war so eine Information, die ich auch nicht hatte. Und ja, das macht es natürlich attraktiver, das ist klar. Ja, das stimmt.
Cool. Gut. Ja, werde ich mir anschauen. Dann was haben wir noch? Kehren wir mal zu unserer eigentlichen Sendungsordnung zurück. Und die diktiert Stefan uns. Stefan würde die Krise kriegen. Wenn da ich ja nicht diese vorbereiteten Kapitelmarken benutze, bin ich da sehr flexibel und relativ entspannt. Ja, unser anderes lang laufendes Serienthema. Wir sind wieder bei Black Mirror. Und die Folge von Black Mirror, die für diese Folge des Sneakpots anstand, war Archangel. Becky, hast du sie gesehen oder du wusstest nicht davon, dass wir das tun würden? Ich wusste, dass ihr das tut. Ich habe die damals geschaut, als sie das erste Mal rauskam und habe mir dann gedacht, ihr könnt bestimmt auch, also ihr werdet intensiv über die Folge reden und ich hau dann noch zwei Kommentare aus dem Off rein, so was ich mich noch erinnere. Alles klar, nur damit wir das Bin mir nicht sicher, wie intensiv wir darüber reden werden. Möchtest du versuchen, sie zusammenzufassen oder soll ich das machen? Ich kann. Es geht diesmal um Kinderüberwachung, also seine eigenen Kinder zu tracken, wie das ja heute zum Teil auch gemacht wird von Eltern. Ich weiß nicht, ob du das machst, Bob. Ich glaube, noch nicht Thema bei euch, gell? Aber komme ich gleich zu. Mach weiter. Das darüber nachdenken vielleicht. Und wie üblich bei Black Mirror ein bisschen auf 11 gedreht, nämlich hier nicht, indem man dem Kind einen Peilsender mitgibt, um zu schauen, wo es ist, sondern wir haben ja schon bei Black Mirror diese Sache mit den modifizierten Augen kennengelernt, in die man sich dann zum Teil auch so reinhacken kann und so. Und hier ist das eben auch so. Die Eltern können sich über ein Tablet, können die praktisch die aus den Augen rausgucken ihrer Kinder. Also sie können sich in die Augen hacken. Und damit noch, oder das noch erweiternd, sie können filtern, was die Kinder sehen können. Und als es wird dann eben zum Beispiel Gewalt und Pornografie, kann man einfach rausfiltern. Und das hatten wir auch schon in einer anderen Folge mal gesehen, in dieser, wo es darum ging, andere Leute zu blocken. Und so ähnlich ist das hier auch. Also du kannst dann, die Kinder sehen dann halt diesen Bereich so verblurrt, wenn da Gewalt stattfindet zum Beispiel. Und hören zum Teil auch ein gefälliger Hund, der das Mädchen ankläfft. Es hört sie dann nur so verzerrt und nicht schauerlich. Ja, und ja, zu was für Problemen das führen kann, kann man sich ja denken. Ja, ja, also das Problem, was ich da wieder hatte, ist, geht wieder auf Jans Kommentar zurück, den wir hier, klingelt die Ohren immer, wenn wir hier podcasten. Aber er hat ja nicht Unrecht. Er hat da in dem Fall nicht Unrecht. Jan hat wieso selten Unrecht. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass dieses Verhaltensweisen dieser Mutter sind mir so oft so quer gegangen. Also dass die überhaupt nicht erkennt, wann sie zu weit geht. Also dass sie die Motivation, sie verliert das Kind da mal auf einem Spielplatz, das geht irgendwie kurz verloren und wird dann irgendwie 3 Minuten gesucht und dann wiedergefunden. Und es versetzt einem natürlich einen mordsmäßigen Schreck. Ich habe auch schon mal meine Tochter auf einem sehr großen Abenteuerspielplatz nicht wiedergefunden. Da hast du Puls, das geht. Ja, klar. Aber danach kommst du halt nicht auf die Idee, dem Kind Implantate in den Kopf zu ballern. und wenn du dann dieses Implantat doch da reingeballert hast, dann, klar, man kann so eine Art Suchtspirale und das nicht mehr loslassen können. Ja, die Fähigkeiten, die ich einmal habe, die gebe ich natürlich nicht mehr her. Das sehen wir bei jedem Innenminister. Insofern, das kann man vielleicht irgendwie, also nicht, dass ich jetzt behaupten würde, ich könnte Innenminister nachvollziehen, die sind mir meistens ein Rätsel, aber ich komme ja auch in der Regel aus Bayern. Ja, und selbst wenn sie nicht aus Bayern kommen, selbst wenn sie von der SPD kommen, von den Grünen, sobald du Innenminister wirst, ist Brainwash und dann wirst du bescheuert. Aber okay, anderes Thema. Wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Weil die Überwachung, natürlich Überwachung, Innenminister. Ich finde das vollkommen naheliegend. Ah, ja, okay. Ja, und also dass sie dann irgendwie nicht spätestens als sie sich in diesen Sex reinschaltet, also spätestens an der Stelle muss dir doch mal irgendwann klar werden, so, ich glaube, ich übertrete hier gerade Grenzen, die ich vielleicht irgendwie sollte ich jetzt mal langsam wieder zur Vernunft kommen. Und das hat es mir schwer gemacht, mich auf die Folge so richtig ernsthaft einzulassen, aber natürlich ist das ein Thema, gell, also klar, Helikopter. Ja, ich besitze ein paar AirTags fürs Tracking meiner Schlüssel zum Beispiel. Also ich habe jetzt nicht. Der Schritt ist nicht weit, dem Kind das mitzugeben, gell? Ich gebe dem Kind das tatsächlich auch mit, um das direkt mal offen zu legen. Allerdings nur in Situationen, wo ich ein
eine Gefahr sehe, dass das Kind verloren geht. Also wir machen das eigentlich immer nur an einer Stelle, nämlich im Zoo. Im Zoo ist manchmal so ein Tohuwabohu mit so vielen anderen Kindern und so weiter und Kinder finden Sachen toll und laufen Sachen hinterher und so weiter, dass ich in manchmal und vor allen Dingen im Frankfurter Zoo sind Kinder schon zu Tode gekommen, indem sie in irgendwelchen dummen Wassergräben ertrunken sind und so weiter. Der ist auch nach wie vor nicht anders gesichert, als er das vor diesem Todesfall war. Und dann stecke ich meiner Tochter einfach den oder meinem Sohn, meistens ist der Sohn eher das Problem, der wegläuft, einfach so ein AirTag in die Jackentasche. Und im Zoo laufen so viele andere iPhones rum, dann kann ich ihn im Zweifel orten und weiß, in welche Richtung er gerannt ist. Wenn er mal wegkommen soll, da habe ich noch nie gebraucht, aber danach kommt er auch wieder raus, gell? Also der geht damit nicht in den Kindergarten oder nicht in die Große geht damit nicht in die Schule. Also die wird nicht dauerhaft getrackt. Es gibt ja echt Leute, die ihren Kindern, wenn sie in die Schule kommen, so eine Uhr schenken, mit der sie zu Hause oder auf dem Handy anrufen kann. Also nicht so eine richtige Smartwatch, aber sowas in der Art. Gibt's für Kinder. Genau, und aber eben, wo du sie auch tracken kannst die ganze Zeit. Also kenne ich Leute, die das machen. Und das finde ich schon, also ich empfinde es als ein bisschen grenzüberschreitend, aber ja gut, empfinden manche unterschiedlich. Ne? Aber das ist schon aber, ganz weit weg. Ja, von, ja. Aber von ich meine, du wohnst halt auch auf dem Land, wo echt alles irgendwie so ein bisschen beschaulich ist. Und ich glaube, wenn du jetzt hier in der Frankfurter Innenstadt dein Kind zur Schule schickst, siehst du es vielleicht ein bisschen anders. Kann sein, ja. Aber das hier ist natürlich super, wie du sagst, auf elf gedreht. Nicht machbar. Nicht denkbar. Ja. Ja gut, also ich hätte eher den Wunsch, so eine Smartwatch oder ein Handy oder irgendwas dem Kind in die Hand zu drücken, um es in die Lage zu versetzen, sich selbst zu melden. Ob ich Hilfe jetzt, zu rufen, ja. Ja, ob ich es jetzt, wenn es irgendwie sich tatsächlich verläuft oder so, dass es dann irgendwie was hat, womit es sich rettungsankern kann. Aber ja, das, ich fand die Folge jetzt, um mal auf die Serienfolge zurückzukommen, wie gesagt, die Idee ist klar, ist in der Black Mirror-Welt nachvollziehbar, weil du, wie du gesagt hast, diese Augen, in die man sich reinhacken kann, irgendwelche komischen Implantate und auf den Optical Stream zuzugreifen oder wie sie es formulieren. Ja, und halt eine aktuelle Problematik, die einfach ein bisschen weiter gedreht ist. Genau, also, die so weiter zu drehen, aber halt genau mit den Problemen, die Jan immer vorwirft. Das Verhalten dieser Mutter ist teilweise so drüber und so braindead, dass ich Mühe hatte zu folgen. Also sie legt es ja dann irgendwann weg und man denkt, man sieht dann so eine Montage, wo die Kleine dann groß wird und dann geht die Geschichte im jugendlichen Alter nochmal, macht sie nochmal so einen Abschnitt weiter. Und da war die Mutter eigentlich auf einem guten Weg und dann passieren Sachen, die ich nicht so richtig greifen konnte und dann hat es mich so ein bisschen verloren. Also insofern, ja, und dann, durchwachsende Folge. Ja, Becky, du hast mal? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Folge ist ja regisiert von Jodie Foster. Ja, Jodie Foster, ist mir aufgefallen, ja. Genau, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie so richtig irgendwo Regie geführt hat. Was ich aber viel tragischer finde, ist die erste Black Mirror-Folge mit einer Frau als Regisseurin. In der vierten Staffel irgendwann, also da ist auch schon, und dann lassen sie halt an ein Drehbuch, wo es um eine alleinerziehende Mutter mit einer Tochter geht. Ne? Also da bin ich ja schon wieder wütend, wenn ich sowas höre. Nachvollziehbar, ja. Ja, nee, also ab Staffel 4 bin ich bei Black Mirror, also die erste Folge, die ihr letztes Mal hattet, die fand ich noch ganz charmant, aber danach war ich irgendwie komplett raus bei Black Mirror. Das hat mich dann gar nicht mehr. Na, die USS Callister war die letzte. Und genau, und danach, also es gibt dann noch diese Black Museum Folge, die ihr demnächst haben werdet. Die finde ich noch ganz okay, aber ansonsten ist danach nichts mehr passiert, was mich interessiert hätte. Und in der Rückschau gucke ich auch eher ein bisschen kritisch auf die Serie, so muss ich sagen. Ich bin gespannt auf die Miley Cyrus Folge. Da habe ich dann schon gar nicht mehr geguckt. Also da jetzt bei den dieses Jahr und letztes Jahr war ich vollkommen raus. Nee, die Miley Cyrus Folge ist auch eine ältere. Nee, ist sie nicht von der letzten Staffel? Ist die von der letzten? Ja, kann sein. Ja, ja, du hast recht, die ist von der letzten. Aber die ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ja, stimmt, die ist von der letzten Staffel. Was mich auch ein bisschen gestört hat an der Folge war so die Auflösung. So wie das Problem behoben wird. Ja, indem man das Tablet einfach weglegt. Also so, sie ist dann ja auch, ist so ein bisschen geläutert zwischendrin. Ich glaube, es ist so ab da, wo ihr Vater fast gestorben ist, war das glaube ich? Ja.
Und das Kind konnte ihm nicht helfen, weil sie es ja gar nicht gesehen hat, dass er einen Herzinfarkt hatte und so. Und danach hat man das Gefühl, die Mutter kriegt die Kurve. Ja, und die Lösung, die, ich glaube, das wird hier, glaube ich, sogar vorgeschlagen, oder? Ja, legen sie das Tablet halt einfach weg. Und dann legt sie das Tablet halt in irgendeine Kiste und holt es dann halt 10 Jahre später wieder raus. Mhm. Das fand ich so ein bisschen lazy. Und auch eben dieses am Ende, die Tochter wird halt dadurch befreit von der Sache, nicht dadurch, dass das Implantat los wird oder so, sondern einfach, dass das Tablet kaputt geht. Ist das echt die Lösung? Ja, das ist sehr einfach. Also die Serie sagt das ja irgendwie, es gibt so einen Nebencharakter, der sagt irgendwie, you can't remove the implant, but you can just throw away the tablet or the device oder sowas in der Art. Also das wird ihr so gesagt, dass sie es nicht, also dass man es nicht rauskriegt, aber sie muss es ja nicht benutzen, so nach dem Motto. Aber natürlich, ja, sie könnte das Ding weghauen irgendwie, also wenigstens in den Mülleimer schmeißen oder kaputt kloppen oder irgendwas, aber sie legt es halt in den Schrank, so nach dem Motto, ja, könnte ich ja nochmal brauchen. Das ist schon eine bewusste Entscheidung in dem Augenblick. Ob der Hersteller noch da ist und noch ein neues verkaufen könnte, das wird in dem Film nicht thematisiert, aber sie tut es ja ganz bewusst nicht kaputt machen, oder? Ja, das stimmt. Ja, aber auch, dass das die Lösung ist, dass man es kaputt macht. Also, als könnte man nicht so ein neues Ding. Also, da muss es ja die Möglichkeit geben, das zu erneuern, weil so Tablets gehen ja dauernd kaputt. Ja, also, nee, aber der Typ, der ihr sagt, dass sie es weglegen soll oder wegtun kann, throw away, sagt er, glaube ich, der sagt ihr auch, it's been banned in Europe and it will be banned here oder so nach dem Motto. Okay. Also es kann also durchaus sein, dass es keinen Ersatz gibt, ja, wenn diese Firma dann vielleicht pleite macht oder so. Aha. Aber das wird nicht aufgelöst, ob das schon so ist oder ob sie theoretisch einfach anrufen könnte und sagen okay, könnte, das habe ich nicht mitgekriegt, ja. Ja. Nee, also richtig stark fand ich die Folge nicht, aber klar, sie macht das, was Black Mirror halt macht. In einer nihilistischen Gesellschaft Dinge auf 11 drehen, die es bei uns auch schon gibt. Ja. Ja, aber was jetzt zum Beispiel nicht beleuchtet ist, dass die, also ich dachte ja immer, die wird noch von dem Hund gebissen, ne? Weil die Tatsache, dass dieses Ding alles, was irgendwie deine, was Stresshormone im Blut, wie heißen die Dinger, Cortisol, die irgendwas, Dings, Viecher, erhöht, alles, was dir irgendwie Angst oder Stress oder sowas bereitet, blendet es für dich aus. Und dass das ja auch ein elementarer Überlebenshelfer ist, so dieser unfassbare Bluthund, der dich von rechts versucht anzugreifen und du bist einfach ice cold, sie ist es ja so, das Viech ist einfach nicht da oder ist nur so ein Grafikglitch in der Matrix und dann läuft sie einfach so super nah an dem vorbei, jetzt in dem Fall ist ein Zaun dazwischen, aber das kann dir ja auch durchaus hart zum Verhängnis werden. Es wird dann dem Opa zum Verhängnis fast, aber eigentlich ging ich immer davon aus, irgendwann springt dieser Hund rüber und frisst sie. Aber das bleibt aus. Ja. Ist halt auch nicht so wahnsinnig schlau. Naja, nicht eine der stärksten Folgen, aber auch nicht total schlecht. Also. Gut, dann. Medium. Medium. Also, nächster Punkt. Nächster Punkt in dieser Sendung ist ein Punkt namens Leo. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich übernehmen. Nee, ich übernehme. Das ist ein, ich glaube, Netflix-Film. Oh Gott, jetzt bin ich auf dünnem Eis unterwegs. Ich glaube, ich sag jetzt mal Netflix-Film. Ein Animationsfilm für Kinder. Handelt von einer Schildkröte und einem, was ist denn das, irgend so ein anderes Reptil, so ein Leguan oder irgendwie sowas. Es ist Netflix, ich habe es nachgeguckt. Es ist Netflix. Und der heißt Leo. Und die beiden sind Klassentiere. Also die sind in so einem Terrarium in einer Schulklasse. Okay. Und sie können sprechen, aber das weiß keiner. Und irgendwann wird Leo einem der Kinder mitgegeben und dann offenbart er diesem Kind, dass er sprechen kann, also auch menschlich sprechen. Und der kriegt dann solche, oder übernimmt dann solche lebensberatenden Funktionen, genau, das ist das richtige Wort. Und wird dann super beliebt in der Klasse und ist ein bisschen Abenteuer und die Schildkröte ist so ein bisschen misanthropisch eher und die mag halt dann auch keiner. Und das ist alles sehr lustig und sehr schön. Auch Thema verbitterte Lehrerin, die eben geläutert wird dadurch. Und ja, es ist ein Film für
Kinder, den Kinder sehr lustig finden, sehr schön auch finden und von dem aber auch Erwachsene was haben. Also ich muss sagen, Netflix kann das mittlerweile. Solche Filme, so wie Klaus ist ja auch, glaube ich, Netflix-Film, ne? Wenn mich alles täuscht. Und oder Nimona haben wir neulich gesehen. Mhm. Eben so Filme, die, wo man wirklich als Erwachsener auch was mitnimmt, das früher eigentlich nur Pixar konnte und vielleicht noch ein bisschen DreamWorks. Aber das kriegen die jetzt auch gut hin. Und es sind so nette Kleinigkeiten drin, zum Teil auch so Zotigkeiten, die Kinder nicht verstehen, zum Teil aber auch wirklich lustige Ideen. Zum Beispiel haben die beiden Tiere das Problem, dass sie irgendwas, ich glaube, zählen müssen oder, ach genau, die müssen irgendwas zusammenrechnen. Und sie sind in der 5. Klasse und ihr Problem ist, dass Addieren nicht in der 5. Klasse beigebracht wird, sondern in der 2. Und das ist ihnen aber auch bewusst, ja. Sie sagen, ah, wir müssten das addieren, aber das geht nicht. Addieren ist in der 2. Klasse und wir sind ja in der 5. und sie sind halt irgendwie seit 70 Jahren in der 5., weil es halt so Tiere sind, die halt uralt werden. Sie können halt den Stoff aus der 5. Klasse perfekt, aber sie können nicht addieren und müssen dann irgendwie einen Feueralarm auslösen, um rausgetragen zu werden, um das Tier aus der, ich glaube, das ist ein Hase oder so, aus der 2. Klasse zu treffen, der dann für sie das addieren kann, was sie addieren müssen. Also ja, nette Ideen, die wirklich schön umgesetzt sind. Hat mir großen Spaß gemacht. Also, aber addieren ist doch 1. Klasse. Vielleicht auch 1. Klasse, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall irgendwie Grundschule, ja. Oder was bei uns Grundschule wäre. Ja, ist also wirklich ein netter Film. Macht wirklich Spaß und ist für die Kleinen was und auch für Erwachsene durchaus zu gebrauchen. Sehr schön. Empfehlung hier. Nehmen wir mit. Und meine Kinder gucken gerade die ganze Zeit einfach Mr. Bean und Pumuckl. Das haben meine Kinder auch eine Zeit lang geschaut, ja. Es funktioniert auch immer noch sehr gut. Es funktioniert fantastisch für kleine Kinder. Pumuckl macht meinem kleinen Sohn, der jetzt 3 ist, eher manchmal so Angst oder er versteht ihn halt nicht. Das aber nee, jetzt die Alten einfach, die sind, glaube ich, auf okay. Prime, wenn ich mich nicht täusche. Wo die Kinder noch geschlagen werden. Das haben wir vor ein paar Jahren mal geschaut und gesagt, so ganz gut ergealtert ist ja, meine immer. Frau guckt das immer mit und hat auch schon ein paar Mal gesagt, so, ja, schwierig und so, aber im Großen und Ganzen dann doch noch teilweise machbar. Ja. Wohingegen Mr. Bean, glaube ich, noch ziemlich gut geht und das ist halt so Visual Comedy, da kommt auch ein Dreijähriger super drauf, klar. Total. Und die verstehen zwar nicht immer so die ganzen gesellschaftlichen Zusammenhänge, wenn sie irgendwo in irgendwelchen, oder irgendwelchen Kontexten sind, wo man sich irgendwie auf eine bestimmte Art zu verhalten hat oder so, das verstehen Kinder ja im Zweifel nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn es irgendwie einen England-Bezug hat oder so. Wenn er den Test schreiben muss und so. Ja, also egal den, was, genau. Das wissen sie dann alles nicht. Aber wenn er dann anfängt, irgendeinen Quatsch zu machen, das funktioniert dann trotzdem immer super. Ja, das stimmt. So, dann kommen wir doch mal zu unseren, ja, eigentlich würde ich jetzt die Abbiegung zu Nicht-Film-Themen nehmen, aber eigentlich bleiben wir beim Thema Film und beim Thema Medien. Denn wir müssen noch unseren großen Jahresrückblick machen. Oha. Becky, bist du noch da oder bist du eingeschlafen? Becky ist eingeschlafen. Stumm geschaltet und findet den Unmute-Knopf Becky, nicht. Becky, wach auf. Becky ist aufs Klo gegangen. Becky ist tatsächlich weg. Ich mache hier mal eine Edit-Marke rein. Ich schreibe ihr mal. sie hat was geschrieben. Stumm geschalteter Sprachanruf. Ich habe eure Nummer nicht. Hilfe. Sie ist irgendwie rausgeflogen. Okay, ich hole sie wieder rein. Wie lange ist das her? Vor 6 Minuten. So, da ist sie wieder. Ja, ich bin wieder da. Zum Glück hat uns Christiane bei Be Real darauf aufmerksam gemacht, dass Becky rausgeflogen ist. Was schon kurios ist, weil es dann so Vibes hat, als würden wir hier live streamen. So gehen die Ketten. Genau. Du fliegst in Potsdam raus und dann kommt aus Offenbach so ein Rüberrufen, so, yeah. Hey, Becky, was da los? Der Fimose-Chat macht's möglich. Fantastisch. Famos. Super. Ja, wir haben dich irgendwo verloren, weil dein Computer irgendwie zerbröckelt ist oder so, weiß ich nicht. Ja, aber das war schon in Ordnung. Ich war, glaube ich, auch fertig mit allem, was ich über die Folge sagen wollte. Wir haben mittlerweile einen anderen Film gehabt. Den nächsten Film besprochen. ja, den habe ich aber eh nicht gesehen. Ja, von daher. Ja, passt doch. Ja. Das höre ich mir dann später in der Folge Zwischendurch hatte ich mal kurz, während Christoph redete, hatte ich so den Gedanken, ja, Becky scheint ihn nicht gesehen zu haben, hat sich wahrscheinlich stumm geschaltet, weil man auch kein so ein irgendwie Geräusche, Atmen, irgendwas mehr hört. Und irgendwann schaue ich dann oben links und denke mir, wieso ist da nur noch ein Remote-Track, was ist da los? Ja, gut, kommt vor. Okay, wir waren gerade dabei, zum Jahresrückblick zu überleiten. Ja, yes. Haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht. Sagt, Becky, bist du noch da? Sag doch mal was zum Jahresrückblick.
Becky? Ja, ich bin noch da und ich habe Bock, auch wenn ich natürlich in meinem eigenen Klar. Podcast noch den großen Jahresrückblick aufnehme. Deshalb kann ich natürlich jetzt, also so gern ich will, heute noch nicht mit euren HörerInnen meine Top-Filme und Serien des Jahres teilen. Aber das ich habe ja mir natürlich was überlegt. Ja, also ich ja werde auch, so ein Best-of ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja, ja. tagesabhängig. Ja, ja. Da hat und man, ich erwähne genau. ein paar Sachen, die... Also ich werde nicht erwähnen, ob diese Filme, die ich erwähne, irgendwo tatsächlich in meiner Top 3 sind. Mhm. Es könnte sein, es muss aber nicht sein. Und ich habe auf jeden Fall gedacht, ich bringe Sachen mit, über die vielleicht noch nicht genug geredet wurde. Sehr gut. Ja. Wir haben vorhin schon über die Regeln uns Gedanken gemacht, weil der Bob hat ganz berechtigt angemerkt, dass wenn wir nur Filme von 23 nehmen würden, ganz viele Filme unter den Tisch fallen würden, weil wir über Filme von 22 in diesem Jahr gesprochen haben, die wir dann im letzten Jahresrückblick nicht nehmen konnten, weil wir sie da ja noch nicht gesehen hatten. Und jetzt könnten wir sie nicht nehmen, weil sie von 22 sind. Deswegen legen wir hier die gleichen Regeln an wie an unsere Picking-Regeln, also welche Filme wir als Hauptfilm vorschlagen dürfen. Also Filme von 22 und 23 sind okay für die Best und Worst of. Ja. Ja, genau. Gut. Wir wollten sozusagen die Top 3 und die Worst 3 machen und dann nochmal ganz kurz auf Serien blicken, aber nicht in der Ausführlichkeit. Genau. Dann würde ich sagen, wir erst fangen... Erst die guten oder erst die schlechten? Das wäre die erste Frage und wir fangen auf jeden Fall aber dann von hinten an, nicht wahr? Okay. Dann fangen wir doch mit, weiß ich nicht, mit den schlechten an oder wird das die humoristische... Schlechten Filmen? Ja. Okay. Ja, okay. Fangen wir mit schlechten Filmen an. Da habe ich ziemlich viele. Da habe ich... Drei wurde mir gesagt davon. Ich habe einen rausgestrichen, ich habe immer noch sechs. Dann fang du doch an vielleicht. Nee, dann fangt ihr mal an, dann kann ich ja welche dann bei mir weglassen. Und die sind dann, aber das sind keine, die ihr auch habt. Ja. Aber vielleicht, ja. Bei den sechs sind vielleicht zwei dabei, die der Bob auch haben könnte. Könnte ich mir vorstellen. Also habe ich tatsächlich keine Probleme gehabt, einfach mich auf 23er Filme zu beschränken und trotzdem fünf Stück zusammenbekommen. Aber ich will mal meine drei Tops machen und da wird mir Christoph natürlich bei meinem Punkt 3 sofort widersprechen. Das ist für mich auch gut. Last Kingdom, Seven Kings Must Die. Nein! Hat mich unfassbar gelangweilt. Ich muss meine Best-of gerade nochmal ändern. Hat mich unfassbar gelangweilt. Habe ich damals auch zum Protokoll gegeben, habe ich 4 Punkte. Das ist ja gemein. Oh, ich sehe gerade, es ist sogar meine Top Worst 4, weil ich hier in der Zeile verrutscht bin. Also da kommen noch 3 oben drüber. Okay, da habe ich jetzt 4. Dann machen wir es so. An den Film habe ich übrigens auch gedacht, vorhin bei Saltburn. Ein bisschen fand ich es schade, dass ich Saltburn nicht früher gesehen habe, also nicht vor dem Sommer, weil dann wäre ich auf jeden Fall da vorbeigefahren, weil wir sind da nicht weit von entfernt die Autobahn entlang gefahren. Also wir hätten da leichten Abstecher hinmachen können. Also wenn ich das nächste Mal in England bin, habe ich ein Ziel. Also sag dir vielleicht immer noch 2 Sätze zu dem Film, für die ja, Folge dazu vielleicht natürlich. Nicht gehört haben. Bob? Ja, Seven Kings Must Die ist der Film zu der Serie Last Kingdom, die ja aus, weiß nicht, vielen Staffeln besteht, mehreren, 5 Staffeln oder so besteht. Und das ist im Endeffekt, das basiert ja auf einer Buchreihe. Und es wurde halt irgendwann entschieden, die Serie nicht weiterzuführen und deswegen hat man dann halt, um die Fans so halbwegs zufriedenzustellen, die Bücher, die noch nicht verfilmt wurden, in einen Film zusammengeklatscht. Wie gut diese Idee ist, ja, liegt auf der Hand. Das ist halt dann ein Film, der nur für Fans im Endeffekt ist und ich bin halt ein Fan und deswegen habe ich den damals auch vorgeschlagen, wissend, dass man den wahrscheinlich gar nicht verstehen wird oder nicht sinnvoll verstehen wird, wenn man die Serie nicht gesehen hat und auf jeden Fall nichts damit anfangen kann. Menschen deswegen, reiten von A nach B und benehmen genau. sich bescheuert und treten sich furchtbar. The Movie. Ich habe übrigens die Serie meiner Mutter empfohlen und die fand es sehr, sie war sehr hooked und hat es komplett durchgebinged und auch den Film gesehen und fand alles super darin. Also ist auch für ältere Generationen ist machbar, aber man muss die Serie gesehen haben, sonst ergibt der Film überhaupt keinen Sinn. Und ich weiß nicht, zum Inhalt der Serie, das handelt halt von der Zeit der Wikinger-Überfälle auf
das, was dann später mal England werden sollte, und eben auf die Zeit kurz bevor es dann sich auch vielleicht irgendwann England nennt. Also die, als es noch aus getrennten Königreichen die britischen Inseln bestand. Ja. Sehr schön. Becky, was machen ist dein? Machen wir jetzt immer abwechselnd? Ja, würde ich sagen, oder? Na, okay. Dann fange ich mal an mit der größten Enttäuschung des Jahres. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ich bin ja große Verfechterin des MCU gewesen bis vor kurzem. Also ich bin eigentlich, also oh, ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich noch nicht so richtig lösen und ich habe auch The Marvels noch nicht gesehen, auf den ich noch hohe Erwartungen habe und ich hoffe immer wieder, dass irgendwann doch wieder der große Wurf kommt, aber dieses Jahr war echt ein langweiliges MCU-Jahr und Ant-Man and the Wasp Quantumania war die Kirsche auf der Langweiligkeit. Also alles, warum was man Marvel-Filmen bisher vorgeworfen hat, wo ich immer sagte, ah, das stimmt doch gar nicht, das ist doch gar nicht nur ja, eine große Schlacht am Ende und nur. Ja, ich über Tony Stark könnte ich ganze Abhandlungen halten, so, aber nee, also es war wirklich. Das war wirklich eine schlechte Geschichte mit einem schlechten Finalkampf, der nicht nötig gewesen wäre, mit schlechten Dialogen, mit noch dazu einem Schauspieler, von dem Disney sich schon hätte früher trennen können, als sie es jetzt gemacht haben. Wie heißt er denn? Der jetzt gerade schuldig gesprochen wurde für so viele Frauen, die er schlecht behandelt hat, geschlagen hat, abusive Beziehungen und so. Man hört mich googeln. Tipp, live googeln, ganz wichtig. Was, der Hauptdarsteller oder Jonathan was? Mayers, der Villain, der Kang in der Phase 4 vom MCU werden sollte. Oh, und die Vorwürfe sind ja schon. Finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz, ganz schlimm. Weil Vorwürfe mit jeder Phase wird einfach nur unverständlicher. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Noch mehr Beliebigkeit, weil man einfach sagt, ja, wir haben jetzt einfach ganz viele Universen oder Zeitstränge oder ist völlig egal, wie es nennt. Ja. Parallel, und da hätte so viel Geiles egal. Draus entstehen Nein, da können. Wird nicht Geiles raus. Das ist einfach, das wird nur beliebig. Ach. Ich meine, die Kamera bei dem Film hat einfach mal Bill Pope gemacht, ja, der Matrix Bill Pope. Und trotzdem sieht dieser Film so langweilig aus. Und ja, wie gesagt, langweilig und steht quasi für alles Problematische, was gerade so passiert im MCU und keine Ahnung. Ich habe jetzt noch meine Hoffnung auf The Marvels, der ja auch 2023 rauskam, den ich noch nicht gesehen habe. Ich warte, bis der zum Streamen kommt und dann mal gucken, wie es mit mir und dem MCU weitergehen wird. Okay. Na gut. Christoph. Ja. Muss ich umblättern. Wen nehme ich denn jetzt als Platz 3? Ich nehme mal Air, um mal einen Sportfilm zu nehmen, der mich unfassbar gelangweilt hat, also der von diesen Turnschuhen handelt, Air Jordans, und der quasi keinen Inhalt hat. Ah, das ist der Sportfilm jetzt, über den du reden. Das ist der Sportfilm, genau. Genau, du hast vollkommen recht, es geht eigentlich nicht um Sport, es geht um Geld im Sportbereich oder so. Es hat mit Sport gar nichts zu tun. Und es ist mir so egal gewesen. Es ist halt, ja, super materialistisch und es geht halt um viel Geld und um wahre Geschichten, aber das ist mir wurscht. Also es ist mir wirklich total egal. Es könnte mir nicht egaler sein. Ich weiß nicht, warum man darüber Filme macht, wie irgendein Schuh verkauft wurde oder erfunden wurde oder verknüpft wurde mit einem Sportler. So what? Also alles das, ja. Den habe ich irgendwo im Mittelmaß punktmäßig versenkt. Den hatte ich vorhin auch nochmal auf meiner, beim Drüberschauen. Der war so 5, irgendwas habe ich den gegeben oder 4,5 oder so. Der hat es nicht in die eine, nicht in die andere Richtung geschafft. Mit 5, gut. Noch was wird, kommt bei dir doch schon in die Best-of eigentlich, oder? Ja, nicht ganz. Mein Top-Film wird 9 Punkte haben. Schon mehr als Dune. Ah, okay. 9 ist viel, okay. Ja, dann Bob, hau du doch mal noch einen raus. Mein Platz 3 der schlechtesten ist tatsächlich der meistgesehene Film auf Netflix. Wir hatten es neulich davon, dass Netflix ja zum ersten Mal Zahlen veröffentlicht hat und weirde Zahlen benutzt hat, nämlich sie haben irgendwie gesehene Minuten zusammen addiert, wo natürlich dann nur Serien gewinnen.
dann muss man diese Liste der gesehenen Minuten pro Film oder pro Folge oder was auch immer dann sehr weit runterscrollen, bis der erste Spielfilm kommt. Und der erste Spielfilm, der da kam, ist halt große Grütze leider. Es ist The Mother. Ja, den habe ich auch in meinem. Da muss ich den schon nicht nennen. Sehr gut. Mit Jennifer Lopez als irgendwie, krass. Weiß nicht, Sharpshooter, ja. Military Girl. Und unfassbar beschissen. Und der war einfach nur, der war öde, der taugte als Actionfilm nix, der taugte als ja, Thriller Drama, nix. Drama, nichts. Ja, also es war einfach Grütze. Als Mutter-Tochter-Geschichte taugt er gar nicht. Genau. Sie redet ja quasi nicht mit ihrer Tochter. Es ist, oh, der war so scheiße. Genau. Ja, und wieso der bei Netflix zu diesen, unter den Spielfilmen, die meisten Sehminuten zusammen, ist nur 2 Stunden lang, also das ist natürlich diese Skala, die Netflix da anlegt, ist natürlich auch groteske Grütze, weil lange Filme halt weiter oben landen als kürzere Filme. Wenn ich beide Filme einmal anschaue, dann kriegt der eine mehr Punkte davon als der andere. Also ist ja totale Blödsinn, diese Skala. Aber selbst da sticht er nicht raus. Er ist 1 Stunde 58 lang. Das ist heute ja irgendwie mehr oder weniger auch so ein Mittelwert. Von daher ist mir unerklärlich, wie er da hinkommen konnte. So ist es aber und ist jetzt bei mir Platz 3 der schlechtesten. Ja, dann mache ich weiter mit Shin Kamen Rider. Was? Von Hideaki Anno. Hideaki Anno, der ja unter anderem der Regisseur von Neon Genesis Evangelion ist, was ich dieses Jahr das erste Mal geguckt habe, auf dringendes Anraten von Christiane hin und ein bisschen angestachelt davon, dass ich ja nach Japan gefahren bin. Und das lief dann so ein bisschen parallel damit, dass Christopher, mein Mann, hat so ein Godzilla-Retrospektive gemacht dieses Jahr und alle möglichen Godzilla-Filme geguckt. Und Anno hat eben auch den Shin-Godzilla-Film von 2016 gemacht, der wirklich richtig, richtig gut ist. Und Anno hat sich dann entschieden, er will da so eine Serie draus machen, so eine, wie das in Japan oft ist, diese Tokusatsu-Serien. Und wollte jetzt eben Shin-Godzilla, Shin-Ultraman, Shin hier, wie heißt der Film, Kamen Rider, als so eine Serie machen. Und den Ultraman habe ich nicht gesehen, aber diesen Shin Kamen Rider habe ich jetzt mitgeguckt. Und was ist denn Kamen Rider? Muss man das kennen? Ja, das ist so eine Figur, so ein Motorradfahrender, ich will nicht sagen Superheld, aber so jemand, der halt mit künstlicher Intelligenz mit einem Motorrad verknüpft wird und damit dann halt versucht, so eine böse, also Schocker ist so eine böse Organisation, die sie dann die irgendwie auch Leute. Aus wie Ant-Man, oder? Ja, also die sehen, also die machen lauter Leute zu so insektenartig aussehenden Wesen. Aha. Und die versuchen dann sich halt gegen diese Organisation, die das mit ihnen gemacht hat, zur Wehr zu setzen. Finde ich als Geschichte jetzt gar nicht so unspannend eigentlich, aber es war halt leider so, dass man 20 Minuten lang diesen Film guckt und denkt, man guckt die 27. Fortsetzung von irgendwas und müsste jetzt 26 Folgen Inhalt eigentlich kennen. Und ich war halt schon nach 10 Minuten quasi raus und habe nichts mehr verstanden. Und deshalb hat mich... Die Bilder sehen sehr gut aus, wenn man es ist hier so... Also ja, Christopher fand den auch nicht so schlecht. Sieht komplett trash echt aus. Gut aus. Es ist total trash, aber gut aus. Also, es ist halt wirklich, also optisch wildes Gegenteil von Shin Godzilla. Und aber, also es hat mich einfach nicht gepackt. Ich glaube, der wird seine Fans haben, aber ich bin's nicht. Alright. Okay, hat auch nicht wahnsinnig viele Punkte bei IMDb. 6,1. Oh, das geht aber noch. Gibt Schlimmeres, ja. Bin ich dran? Ja, mach doch. Okay. Dann mache ich mal einen, den du nicht nennst, Bob. Und zwar The Batman. Okay. Hat mich ja wahnsinnig Was? Gelangweilt. Hat mich wahnsinnig gelangweilt. Habe ich wahrscheinlich auch nicht verstanden. Wir haben hinterher ziemlich Dresche bekommen von unseren Hörern. Besonders Stefan und ich hatte ich das Gefühl, haben Dresche bekommen. Nee, die Hörer, also ich will jetzt niemanden unter den Bus werfen, ja, weil ich es nicht genau mehr in Erinnerung habe, aber oft ist es so, kriegen wir dann alle Dresche und dann denkst du dir, aber ich hab doch. Ja, genau. Ich hatte auch so das Gefühl, wir haben alle Dresche gekriegt, aber eigentlich galt es dem Stefan und mir, weil wir Dinge kritisiert haben, die halt untypisch waren für die Nolan-Batmans, aber halt typisch für Batman eigentlich. Und das wussten wir halt nicht, weil wir halt geprägt sind durch die Nolan-Batmans und vielleicht noch durch die 2, 3 davor, 2, 3 Filme davor meine ich jetzt.
Aber ja, ist halt so. Also ich bin halt nicht mit dem 60er-Jahre-Batman und auch nicht mit dem Comic aufgewachsen. Und für mich ist das halt, ist halt Batman kein Detektiv, der halt vor sich hin irgendwelche Spuren sammelt und so. Wenn ich es recht bedenke, wie ich das Spiel gespielt habe, da ist man das nämlich dann doch. Okay, hätte ich drauf kommen können, ja, aber so what, ich bin nun mal, ich bin überhaupt kein großer Fan von Nolan, aber diese Batmans, das ist halt, ja, das ist halt für mich Batman, ja, also Christian Bale ist halt für mich Batman und dieser Emo-Batman hier, wo es halt immer nur regnet, immer nur dunkel ist und nichts passiert und einfach nur irgendwelche Spuren gesammelt werden, das hat mich so maßlos angeödet. In diesem Fall ja. War mein Seitenhieb unbegründet, ich habe den Kommentar gerade nochmal überflogen, der war sehr differenziert geschrieben. Matt, sorry. Da habe ich jetzt genau das gemacht, was die Kommentatoren sonst immer mit uns tun. Alle Hörer dissen uns immer alle und ja, genau. Alle immer und Allgemeinerungen sind immer scheiße. So, wo sind wir? Wer ist dran? Ich habe es verloren. Du. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge haben wir denn? Ah ja, okay. Ich glaube ja. Ja, ich finde es immer lustig, wenn so von Gästen gepickte Filme auf den Listen landen, dann weiß man immer oh nicht. Oh nein, jetzt bitte nicht initiieren. Nein, okay. Du hast das nicht an, Bro. Nein. Es war Christian. Ich habe auf meiner Platz 2. Okay. Aber gut, den hat sie als Hatewatch gepickt. Den hat sie als Hatewatch geflaggt schon von Anfang an. Ich habe da Moonfall stehen. Moonfall, oder? Aus der Folge 802, dem habe ich 3 Punkte gegeben. Ein Film, der einfach genau das tut, was der Text ansagt. Der Mond fällt halt runter. Und Stuff happens. Völlig absurd. Völlig aber Anziehungskraft, ja. Anziehungskraft happens dafür nicht. Genau. Roland Emmerich, weiß ich nicht, macht 2 Stunden, 10 Minuten lang irgendeinen Unfug. Und ja, wir konnten uns in der Sendung, glaube ich, sehr schön daran abarbeiten. Wir haben da 31 Minuten drüber geredet. Aber schön war das nicht. Ich habe euch beim Straßekehren gehört. Sehr gut. Weiß ich noch. Ja, oft weiß man ja, wo man bestimmte Dinge gehört hat im Podcast. Ja, ja. Ist in unserem Regelwerk auch ein 22er Film. Tatsächlich sehe ich gerade, ich hätte gedacht, dass es ein 23er gewesen wäre. Macht nicht. Ich vorhin ein bisschen die Unwahrheit gesagt. Ja, okay. Becky, next. Ja, ich habe noch einen. Und zwar einen aus der Oscar-Season. Und da, also es gibt so ein, zwei, die da für mich enttäuscht waren. Manche waren auch, also habe ich schon erwartet, dass mir die nicht gefallen würden, aber ich gehe jetzt erstmal so von der Enttäuschungsebene aus, dass irgendwie größere Erwartungen da waren. Und da habe ich jetzt hier Empire of Light. Empire of Light war nominiert bei den Oscars für die Kamera, für Roger Deakins und bei den Golden Globes für die Hauptdarstellerin Olivia Colman. Und daher rühren auch meine Hoffnungen, weil ich bin, also ich bin schon einer der größten Olivia Colman-Fans, die es so gibt. Also ich finde die wirklich ganz, 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 ganz toll. Und ja, sie spielt in dem Film, also das ist einer dieser typischen Oscar-Bait-Filme, würde ich sagen, wo es irgendwie ums Kino geht, aber in diesem Fall nicht ums Filme machen, sondern um ein Kino. Also es spielt in so einem alten Kino und sie arbeitet in dem Kino, das ist in den 80ern und sie hat halt eine bipolare Störung und das wird von ihrem Chef, der gespielt wird von Colin Firth, ausgenutzt und der nutzt sie halt sexuell und emotional aus und sie verliebt sich dann in so einen jungen Kollegen und kommt da so langsam raus und ist alles irgendwie, da spielt da irgendwie noch Rassismus rein, weil also der Kollege, in den sie sich verliebt, der ist schwarz und dann laufen Nazis auf der Straße rum und wollen rein so ins schlecht. Kino. Ja, es klingt so alles, es ist super belanglos. Es ist nicht mal wirklich schön gefilmt. Also es gibt so einen schönen Shot, für den verstehe ich die Nominierung für die Kamera, aber sonst ist es alles so ein bisschen von allem und nicht so richtig. Und ich verstehe das ganze Drehbuch nicht. Also was dann die Schritte sind, die aus dem Letzten hervorgehen und so, das funktioniert irgendwie alles für mich nicht und deshalb habe ich den am Ende nur 2 Sterne, also von 5, ich bin immer in der Letterboxd-Skala, ne? Nur 2 Sterne gegeben, die alle für Olivia Colman waren, die natürlich trotzdem fantastisch war, aber ja, muss man nicht gucken, würde ich sagen. Also wenn man die Bilder vom, das ist glaube ich, das wahrscheinlich der Trailer sieht, das sieht alles
sehr toll aus, die Bilder. Ja, es ist auch also. Ein Trent Reznor, Atticus Ross Soundtrack, also auch wow. das mag ich eigentlich. Okay. Es ist Sam Mendes, Regisseur, also hier American Beauty und so, ne? Mhm. Also und irgendwie, nee, war nichts für mich. Okay. Hätte eigentlich mehr bringen müssen, ja. Hat aber auch in meiner Letterboxd-Timeline nicht sehr gut abgeschnitten, muss ich sagen. Also ich war, glaube okay. ich, nicht die Einzige, die da ein bisschen enttäuscht war. Okay. Übrigens, wenn man bei IMDb schaut, steht da, was Ihnen auch gefallen könnte, Banshees of Inisherin. Da ist er wieder. Der wiederum war ein Highlight der Oscar-Season. Aber das habe ich ja hier schon zu Genüge vorgetragen. Ja, das stimmt. Ja, ich habe die Auswahl noch. Also ich habe hier noch, das ist aber Honorable Mention, das perfekte Weihnachtsdinner, was der Stefan uns mitgebracht hat. Das ist ja kein echter Film, das ist ja irgendeine Fernsehscheiße. Der war... Da habe ich beim Drüberblättern gedacht, das ist dein Top-Film, weil ich glaube, du hast 0,5 Punkte oder so gegeben. Oder also irgendwas. Der ist es nicht mal wert, in dieser Reihe der schlechtesten Filme genannt zu werden, weil er einfach zu wertlos ist. Dann hätte ich noch Ach du Scheiße, auch grandioses Macher. Ja, ja. Den habe ich auch auf meiner Liste als Honorable Mention. Von. Ihr guckt aber auch immer einen Quatsch, Leute. Und jetzt habe ich aber noch einen Film, der ein großer Film ist und deswegen gehört er hierher, weil er wirklich in diese Dings gehört. Und zwar Avatar, den Avatar 2 irgendwie, The Way of Water. Ja. War das eine Scheiße. Und ich habe den ersten ja geliebt, obwohl ich mir bewusst ist, dass er kolonialistisch ist und White Savior und weiß der Teufel, ja. Aber trotzdem habe ich ihn geliebt. Und dieser Film ist absoluter Dreck in seiner Aussage, in seinen Bildern, in seiner Länge, in seiner Geschichte, in den Geschichten, die erzählt werden. Es wird ja nicht mal eine Geschichte erzählt, sondern mehrere. Und in vor allem im Familienbild. Es ist also, der ist von vorne bis hinten eine absolute Katastrophe. Ich kann nicht verstehen, warum der nicht viel mehr negative Kritik bekommen hat. Es ist mir überhaupt nicht erklärlich. Weil er sieht auch nicht so toll aus. Also. Ja. Ich habe noch nie Avatar gesehen. Nein. Ah, okay. Ich habe eine ganz lustige Geschichte mit Avatar. Als der Film rauskam, damals, also der erste. Wollte ich unbedingt ins Kino, um zwei andere Filme zu gucken, nämlich Das Kabinett des Dr. Parnassus. Das war damals der letzte Film von Heath Ledger. Und wie hieß denn der mit Matthias Schweighöfer in USA mit diesem Roadtrip? Habe ich vergessen, mit ihm und Friedrich Mücke, wie auch immer. Und die wollte ich auf jeden Fall unbedingt beide gucken und niemand wollte mit mir ins Kino, weil alle immer gesagt haben, nee, ich muss erstmal noch Avatar gucken. Und dann habe ich aus Prinzip Avatar nicht geguckt, seitdem. Okay, kann man machen. Ja, aber es gibt immer so Filme, die man dann aus Prinzip nicht guckt, weil irgendwas völlig unrelated ist. So, weil irgendeiner gesagt hat. Ja, aber Avatar war schon so ein, also es war schon halt so ein Kinoerlebnis. Das musste man ja auch im Kino sehen. Also ja, das haben sie alle gesagt. Also 3D und so. Also es war grandios. Also, ja, naja. Aber man muss gar nichts sehen. Das ist, ja. Und vor allem Avatar 2 muss man nicht sehen. Ja, haben wir jetzt alle schon drei oder? Ne, Bob hat, glaube ich, noch einen. Ich habe noch einen auf meiner Top-Liste, ja. Ich habe auch Ach du Scheiße aufgeschrieben, weil wir den in diesem Jahr besprochen haben. Dem habe ich 2 Punkte gegeben, den habe ich wirklich gehasst. Wieso ich da 2 gegeben habe, ist mir heute auch nicht mehr klar. Vielleicht habe ich irgendwann mal gelacht an irgendeiner Stelle oder so. Aber der ist von, also ziemlich, vielleicht haben wir uns vertippt, aber hier in unserem Dokument steht 2002. Vielleicht ist doch 2022, nee. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist von 22. Als ich meine Liste gemacht habe, wusste ich aber noch nicht, dass wir die Regeln ändern würden und dass das gelten würde. Also habe ich den nur als Honorable Mention hingeschrieben. Und auf meiner Liste ist dann tatsächlich der langweiligste Actionfilm überhaupt in diesem Jahr in unserem Sneakpot ganz oben gelandet. Leider auch nicht besonders wertvoll, um ihn jetzt irgendwie effektvoll verreißen zu können. Hidden Strike mit John Cena und Jackie Chan. Oh ja. War einfach auch ein totaler Reinfall. Ich glaube, ich habe den auch selber ausgewählt. Natürlich. Ja, völlige Größe. Kannst du komplett weghauen, das Ding. Ja, das war nix. Okay, dann kommen wir mal zu Best Of, oder? Yeah, widmen wir uns schöneren Dingen. Ja. Becky, möchtest du beginnen?
Kann ich gerne machen. Ich habe als erstes hier mitgebracht, das ist keine Reihenfolge jetzt in meinen, ne? Aber als erstes habe ich auch einen Film aus der Oscar-Season, nämlich The Quiet Girl. Also der war nominiert für bester fremdsprachiger Film, denn das ist ein Film auf Irisch. Das würde jetzt den Jan wieder freuen. Und der handelt, also spielt Anfang der 80er und handelt von einem kleinen Mädchen, Kate heißt die, und die wohnt in sehr armen Verhältnissen, sage ich jetzt mal, hat viele Geschwister, ihre Mutter ist auch schon wieder schwanger und die Eltern kümmern sich nicht so richtig, und die Cousine, glaube ich, ihrer Mutter lädt sie dann aber ein, den Sommer bei ihr und ihrem Mann zu verbringen auf ein Haus in der Nähe, und die, also die sind jetzt auch nicht super reich, aber die haben halt so einen Bauernhof und ein großes Haus, und da, und die kümmern sich halt super liebevoll um sie, und ja, sie taut halt so nach und nach auf und fängt an zu verstehen, dass sie mehr wert ist als nur das, was ihre Eltern ihr immer so mitgegeben haben, und das Ganze aber ohne, dass jetzt die Eltern so mit moralischen Zeigefinger irgendwie als schlecht dargestellt würden, sondern es wird halt auch gezeigt, wie das ist mit den Verhältnissen, in denen die so leben. Mhm. Und dann gibt's halt noch, also sie entwickelt dann eine ganz enge Beziehung zu diesen beiden, also zu der, ich sag jetzt mal Ersatzmutter und Ersatzvater, die selber ein Kind verloren haben, und da bricht dann nochmal ganz viel auf in dieser Zeit, und also einfach ein super einfühlsamer Film mit gar nicht vielen Worten, mit ganz, ganz liebevollen Bildern und Beziehungsarbeit, und ja, hat mir, also das war echt so eine richtig positive Überraschung, habe ich nicht mit gerechnet, wie gut ich den finden würde, und der ist, glaube ich, jetzt vor ganz kurzem erst in Deutschland auch in den Kinos gestartet, also vielleicht kriegen wir ihn auch demnächst zum Streamen, dann könnt ihr ihn ja noch besprechen. Okay, fantastisch. The Quiet Girl. Mhm. Bob, machst du weiter? Kann ich machen. Bei mir tatsächlich jetzt wieder ein von einer Gästin gepickter Film, und zwar von der lieben Lizzie, aus der 793, Rye Lane. Wunderschön, ja, hätte ich auch fast genommen. Hat mich auch wirklich damals überrascht, weil ich hatte nichts davon vorher gehört, bevor sie den ausgewählt hat. Dann habe ich den so geguckt, oh, ja, okay, ist jetzt der Film der Woche. Und ich fand ihn wirklich toll, und der hat gehalten irgendwie. Was geht's da nochmal? Ich habe es jetzt nicht mehr. Das ist, also ich habe ihn nicht gesehen. Klassische Rom-Com, wenn du so willst. Zwei Menschen begegnen sich und gehen zusammen nach Hause. Durch London. Und ja, unterhalten sich und ja, kommen sich ein bisschen näher und lassen sich gegenseitig so ein bisschen in ihr Leben rein. Und dann geht das noch in die Nacht weiter und sie erleben dann noch so das ein oder andere Tohuwabohu. Und es ist ein wunderschöner, kleiner, ja, so Rom-Com quasi, wenn du so willst. Wirklich ganz klassisch. Toll. Toll, das klingt, als müsste ich das mir anschauen. Das klingt ja, nach einem auch nicht zu lang. Also ich weiß, Stefan ist jetzt nicht hier, für den ist das immer wichtig, aber genau. 1:22, wow, richtig kurz. Das ist einer dieser Filme, ja. Der muss auch nicht länger sein, der ist ganz perfekt, so wie er ist. Ich habe den auch extrem geliebt. Gute Musik auch, guter Style, gutes Color Grading. Ja, all das. Okay, genau. Muss ich auf jeden Fall schauen. Wo findet man den? Du kannst Fragen stellen. Ich vermute. Disney, glaube ich. Disney Plus. Kann das sein? Ah, stimmt. Ja. Lizzie bringt oft Disney mit, gell? Ja, und wir haben das auch verlinkt. Du kannst bei uns im Artikel einfach den Filmnamen anklicken, landest du direkt bei Disney. Alles klar. Was für ein Service. Was für ein Service, diese Shownotes. Manchmal taugen die was. Christoph. Herr. Nee, den nicht. Den habe ich nämlich schon bei euch im Podcast genannt, in der Folge, die erst kommen wird. Den hat der Stefan bei euch genannt, den mache ich deswegen auch nicht. Also deswegen sage ich, die statistische Wahrscheinlichkeit für Liebe auf den ersten Blick, also auch eine Rom-Com, eine Weihnachts-Rom-Com, die wir Anfang Dezember gesehen haben, handelt von einem jungen Engländer und einer Amerikanerin, die auf der Beerdigung seiner Mutter und auf der Hochzeit ihres Vaters und dem Flug dahin
stattfindet. Und das war sehr schön und liebevoll erzählt mit guten Charakteren und guter Geschichte und ging sehr ans Herz. Und ich glaube, ich habe damals über 9 Punkte gegeben, 9,5 oder irgendwie sowas. Vielleicht auch 10, ich weiß nicht. Fand ich sehr schön. Ein schöner kleiner Film. Damit hast du mir jetzt meinen Platz 2 von der Liste geklaut, aber dann werde ich den ersetzen. Aber nur fürs Protokoll, den hatte ich da eigentlich stehen. Möchtest du The Menu haben? Den hätte ich nämlich noch. Den habe ich gerade rausgeworfen, weil der Stefan ihn genannt hat. Ja, Bob. Dann erstmal ist die Becky, oder? Wieder Becky dran. Ist dran. Wäre ich wieder dran? Diese Reihenfolge, da kriege ich nicht hin. Ich würde weitermachen mit Anatomie d'une Chute oder Anatomie eines Falls, der deutsch-französische Film von Justine Triet, mit dem Sandra Hüller gerade als Hauptdarstellerin bei den Golden Globes nominiert war und der auch 2 Golden Globes gekriegt hat, unter anderem fürs Drehbuch. Fantastischer Film. Also auch da, also es kommt dem Ganzen wieder zugute. Ich bin Gründerin der Sandra Hüller Ultras, also des Sandra Hüller Fanclubs, den es natürlich nicht in Ernst gibt, aber in Social Media ist der Hashtag mittlerweile relativ rund gegangen. Und also Sandra Hüller ist wirklich für mich die Schauspielerin, also in Deutschland ohnehin und vielleicht aber überhaupt. Und also vielleicht kennt man sie aus Toni Erdmann vor allem. Und genau, dieser Film ist Sandra quasi, Hüller heißt die? Ja. Dieser Film ist quasi Sandra Hüller, die, also es ist so ein Kriminalfilm oder ein Justizfilm, wenn man so will. Also gleich am Anfang stirbt ihr Mann und also es ist quasi die Frage, hat er Selbstmord begangen oder war es ein Tötungsdelikt? Und dann ermitteln da halt Leute und sie wird später angeklagt und wir sind quasi bei Ermittlungen und Prozess dabei. Aber es ist halt, also ich würde behaupten, für den Film und für das, was er aussagt und was er uns vielleicht erzählen will, ist es total egal, ob sie es war oder nicht. Also es ist total egal, darum es geht, also das ist quasi das, was es von einem klassischen Kriminalfilm unterscheidet. Ich würde sagen, es geht nicht darum und viele fragen halt hinterher so, und glaubst du, sie war es und glaubst du, sie war es und für mich ist das halt total egal, sondern ich würde sagen, es geht um darum, wie das Justizsystem oder das ganze, die ganze Kriminalermittlungssystem vielleicht auf Frauen und Männer unterschiedlich guckt, wie bestimmte Dinge inszeniert werden, wie Vorverurteilungen getroffen werden, wie Beziehungen, also sie hat noch, die haben noch einen Sohn, wie Beziehungen von sowas belastet werden, wie dann RichterInnen versuchen, Dinge richtig zu machen und es damit noch schlimmer machen. Und also es ist ein super vielschichtiger Film und es gibt super viele so Shots nur auf ihr Gesicht, während Dinge drumherum passieren. Und es ist wirklich, also ich bin weggeflasht gewesen von diesem Film. Ich liebe den hart. Okay, habe ich nicht gesehen. Sandra Hüller hat mir auch nichts gesagt, aber jetzt habe ich mal mich durchgescrollt durch ihren Film. Ich habe schon einen Haufen Filme mit ihr gesehen. Also Hast du etwa Toni Erdmann noch nicht gesehen? Das ist ja bisher der beste deutsche Film aller Zeiten gewesen. Ist das so? Ja. Ja. Oh mein Gott, ja. Okay. Nee, habe ich. Okay, den habe ich noch vor mir. Also das ist ein Film, den ich schon noch irgendwann schauen werde, ja. Wie sagte Christiane im letzten Spätfilm so schön, wie heißt nochmal der Lieblingsfilm von Becky und mir? Ach ja, Toni Erdmann. Den lieben wir nämlich beide sehr. Okay. Also, Anatomie eines Falls kommt bestimmt auch bald zum Streamen, weil der ist jetzt gerade erst aus den Kinos raus. Okay. Gut, Christoph, du bist wieder dran. Diese Reihenfolge. Nee, nach Becky kommst du. Ja, wir haben die Reihenfolge geändert jetzt bei den Besten. Haben genau, wir weil jetzt haben wir es nämlich, ist mir gerade aufgefallen, jetzt haben wir es nämlich nach dem Alphabet, was mir entgegenkommt, weil bei uns, wenn Stefan, du und ich, sind wir auch immer nach dem Alphabet. Und hier haben wir jetzt Becky, Bob, Christoph. Also, okay. Also Bob. Kommst du jetzt? Komm ich jetzt wieder? Oh Gott. Dein neuer Platz 2. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe jetzt den neuen Platz 2 ausgetauscht, weil da stand die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den Erst. Was für ein Titel. Da tue ich jetzt Batman dahin. The Menu wäre auch eine Option gewesen, aber den fand ich im Endeffekt nicht so gut wie Batman. Batman war jetzt ursprünglich nicht auf meiner Liste, weil der 2022 war und ich das mit der Regeländerung, wie gesagt, zu spät gehört hatte.
Honorable Mentions auf meiner Liste wären noch Amsterdam und Triangle of Sadness. Triangle of Sadness fand ich auch gut, ja. Aber die haben es nicht, hoch in die Top 10 oder Top 5. Aber ist der nicht noch älter? Triangle of Sadness, doch stimmt, war der nicht letzte Oscar-Season schon? Ja, ja, der wäre auch 22, aber über den haben wir auch dieses Jahr erst gesprochen. Trotzdem, ich mache den Batman dahin, weil im Gegensatz zu dir fand ich diesen... Einfach nur aus Trotz. Ja, so ein bisschen. Der Emo in mir kommt da raus, setzt sich ins Dunkel, in den Regen und sagt so, das ist jetzt aber so. Und wartet, dass der Commissioner anruft. So, genau. Aber fandst du das wirklich spannend? Mir hat der gefallen. Ich mag Gotham City in Dunkel und in schlechtem Wetter. Tatort in Regen und Dunkel. Das mit dem Tatort, da gehe ich gar nicht erst drauf ein. Okay. So, du bist. Jetzt bin ich. Das verwirrt mich. Weil mir ist eben aufgefallen, wir haben ja diese alphabetische Reihenfolge beim Picken bei uns, aber da filmierst du ja nicht unter Bob, sondern unter Robert und dann passt es so wieder. Ja, das hat mir hinter mir eingruppiert. Also Christoph, jetzt bist du dran mit deinem Platz 2. Mein Platz 2 ist Saltburn. Ah. Ja, warum? Sehr gut. Könnt ihr am Anfang der Folge euch anhören. Ich bin sehr begeistert und ich habe sehr mit mir gerungen, ob ich ihn auf Platz 1 setze, weil der hat mir einfach sehr großen Spaß gemacht beim zweiten Mal schauen und ich werde den sicher noch häufiger schauen, weil ich immer noch mehr darin finden möchte. Aber besprochen in 2024, ich weiß nicht, ob das jetzt den Regeln entspricht. Aber erst mal 23. Und ich habe auch 23 zum ersten Mal gesehen. Aber also das ist ein grandioser Film für mich. Aber dann schieb noch mal Promising Young Woman ein, bevor du ihn das dritte Mal guckst. Ah, okay. Das ist ein guter Tipp. Ja? Es wird dir noch eine Ebene dazu geben. Okay, werde ich machen. Du meinst, es wird es mir kaputt machen, oder was? Nein. Für die, die dann stirbt, oder? Die. die dann stirbt? Naja, du, die erste. Ja, Wir sind jetzt nicht im Spoiler-Teil, wir lassen das. Ja. So, dann Becky, bin ich wieder dran. Ja, jetzt Platz 1, oder? Ja, ich habe ja keine Plätze. Ach so, du hast keine Plätze, ja, Entschuldigung. Genau, aber ein Film, den ich jetzt noch mitgebracht habe, den habe ich erst, ich glaube, vor 3 Tagen gesehen oder vor 2 Tagen. Und das ist Are You There, God? It's Me, Margaret. Was? Der ist in Deutschland leider auch untergegangen. Deshalb habe ich ihn auch heute gepickt, damit alle von diesem Film hören, weil der hat gar keinen Kino-Release gekriegt, glaube ich, in Deutschland, sondern ist nur für Ausleihen quasi ausgespielt worden über die Streaming-Anbieter. Are You There, God? It's Me, Margaret ist was für die FreundInnen des Coming-of-Age-Films. Es basiert auf einem in den USA und ich glaube auch England, wohl relativ bekanntem Jugendbuch mit gleichem Titel aus den 70ern und spielt auch in den 70ern und die titelgebende Margaret, jetzt schließt sich der Kreis, wird gespielt von Abby Ryder Fortson, das ist die Tochter von Ant-Man in den Ant-Man-Filmen. Okay, jetzt wird es kompliziert. Und Rachel McAdams spielt auch mit. Richtig, ihre Mutter ist Rachel McAdams, ihr Vater ist Benny Safdie und ihre Oma ist Kathy Bates. Und, das klingt ja super. Und es ist, die ziehen halt aus der, also wie das immer so ist, die ziehen von New York nach New Jersey und zwar nicht nur nach New Jersey, sondern ein Vorort von New Jersey und müssen sich da halt, also sowohl sie als junges Mädchen, also 11 ist sie und sie kommt dann auch in so eine Mädchenklicke und da geht es nur darum, wie kriegen wir das hin, dass unsere Brüste wachsen und kriegen wir jetzt endlich bald mal unsere Periode und gibt diesen einen Jungen in der Klasse und den finden alle toll und alle schreiben irgendwie so ein Buch, wo sie immer versuchen zu manifestieren, dass der sie gut findet und Flaschen drehen und all diese Dinge, die in diesem Alter halt eine Rolle spielen in diesem Film eine Rolle. Es kommt aber noch hinzu und deshalb heißt der Film auch so, Margarets Familie ist sozusagen bi-religious, also ihre Mutter kommt aus einer sehr christlichen Familie, ihr Vater ist Jude und die Eltern ihrer Mutter haben sie quasi verstoßen oder haben den Kontakt abgebrochen, weil sie den Juden geheiratet hat. Und also Kathy Bates ist sozusagen seine Mutter, das ist die Oma, mit der sie noch Kontakt haben. Und es geht dann sehr viel darum, dass Margaret von einem Lehrer die Aufgabe kriegt,
was über Religion für sich selbst zu erforschen, so, was bedeutet das für sie, weil die Eltern sagen immer, sie muss keine Religion haben, wenn sie sich irgendwann für eins entscheidet, ist es in Ordnung, aber ihre Oma versucht halt immer, dass sie, also versucht sie so mit jüdischen Sachen, und dann tauchen irgendwann halt auch die anderen Großeltern wieder auf und wollen natürlich, dass sie Christin wird, und ja, da setzt sie sich halt in ihrem 11-jährigen Kopf so ein bisschen mit auseinander und betet zu was auch immer der Gott ist, mit dem sie da dann redet, und hat dann immer so Monologe, die sie, oder Dialoge, die sie mit ihm führt, und ja, das ist ganz bezaubernd. Und am allerschönsten an dem Film finde ich, dass Rachel McAdams und Benny Safdie eine unfassbar funktionale Beziehung führen, in der über Probleme geredet wird und man löst die zusammen und es ist nicht alles heidi-tai, und trotzdem sieht man denen an, dass die füreinander gemacht sind und sich lieben, und das ist einfach richtig, richtig schön. Aha. Klingt gut, und bei IMDb, das könnte Ihnen auch gefallen, wird Leo genannt, den ich vorhin besprochen habe und empfohlen habe. Und Elemental, der auch eine Honorable Mention sein sollte, finde ich. Der war auch ein schöner Animationsfilm. Nee, aber klingt gut. Also werde ich mir, wenn es irgendwann ins Streaming kommt, auf jeden Fall anschauen. Yes, mach das. Sehr vielversprechend, obwohl der Titel schon sehr sperrig ist, muss man schon sagen. Aber er fällt halt, also sie sagt halt sehr oft in dem Film, "Are you there, God? It's me, Margaret." Also sie redet halt immer so mit ihm. Ah, okay. Ja. Jetzt habe ich die Reihenfolge schon wieder vergessen. Ich bin dran, oder? Ja. Ja. Ja, jetzt wird's konventionell. Ich habe einfach durchgeguckt in der Liste, welcher der ist, mit dem ich die höchsten Punkte gegeben habe. Ach, ich glaube, ich habe hoffentlich einen auf Platz 1, den du nicht gesehen hast, von daher. Okay, es war gleich am Anfang des Jahres, es war Glass Onion. Ich mag ja so Detektivgeschichten, und ich mag diese Knives Out. Auch Batman. Ja, genau. Ich mag diese Knives Out Franchise, das da jetzt entstanden ist. Und auch wenn der nicht so gut ist wie der erste, fand ich mich sehr gut unterhalten und mochte den, und da ist er jetzt dann oben gelandet, wenn man nach Punkten sortiert. Und dann muss man das wohl auch so eingestehen. Obwohl das ja schon immer so über so ein ganzes Jahr so eine Skala, so richtig linear ist die ja nicht. Also das biegt und zerrt ja schon immer. Bei mir hat sie einen Knick gekriegt in der Mitte, als der Jan da war. Aber selbst bei mir, wo sie keinen Knick, zumindest nicht bewusst bekommen hat, sind da halt überall Knoten drin. Das ist halt so. Ja, ich habe auf Platz 1 einen Film, der mir Spaß gemacht hat, der mir gefallen hat, aber das ist nicht der Grund, warum ich ihn auf Platz 1 habe, sondern ich habe ihn auf Platz 1, weil ich ihn einfach wichtig finde, und das ist Barbie. War für mich einfach der Film des Jahres. Das ist einfach, es sollten ihn viel mehr Leute sehen, und vor allem sollten ihn viel mehr Leute verstehen. Zum Beispiel, wenn sie Golden Globe Verleihungen moderieren sollen. Oh. Don't get me started. Schlimm, oh, schlimm. Richtig schlimm. Oh. Also, ja, da kann man nur fassen, ja, wie ja auch das ganze Publikum, ja, inklusive Ryan Gosling, es perfekt gemacht haben, einfach die Gesicht in den Händen vergraben haben oder den Kopf geschüttelt oder einfach mit versteinertem Gesicht sagen. Ja, genau. Ja, genau das. Ist leider nicht von genug Leuten gesehen, nicht von genug Leuten verstanden. Aber ein wichtiger Film, ein grandioser Film, ein kluger Film. Schauen, 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 kann ich da nur sagen. Ich warte schon die ganze Zeit auf den Streaming-Start. Ich habe es ja nicht im Kino gesehen. Und ja, das ist der noch nicht im Stream, oder was? Naja, man kann ihn leihen gegen Geld. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil er, glaube ich, auch noch. Der kommt ja bestimmt. War gerade für 99 Cent bei Amazon letztens. Oh shit, das habe ich verpasst. Das hätte ich gemacht, wenn ich das gesehen hätte. Ja, der kommt bestimmt bald. Und der veraltet auch nicht so schnell. Der ist auch in 2 Jahren aktuell. Ja. Das ist ja das Schlimme. Ja, da warte ich jetzt gerade sehr drauf, dass der kommt. Aber da kommen demnächst ja ganz viele Sachen jetzt, also die so eher große Produktionen waren. Streaming-Start, kommt ja vieles jetzt. Oppenheimer muss demnächst kommen. Genau, ich wollte gerade sagen, was man bei uns in der Liste vermisst, ist Oppenheimer, weil ihn keiner von uns gesehen hat. Also, vielleicht kommt er ja im Kulturpessimist in den Jahresrückblick vor. Ich bin gespannt, auf es welchem mir Ende der Skala. Gut, dann lass uns zu den Serien rüberschwenken. Ja. Da wollten wir jetzt nicht. Hast du uns eine Serie mitgebracht? Wollten wir nur eine machen, ne? Ja, ja, ja. Genau. Jeder eine Serie, und dann
kann man ja nochmal so ein paar, ja, da muss man genau, nicht viel zu sagen, aber nochmal so ein paar aufzählen, die auch Highlights waren. Genau. Schieß los. Ja, ja, ich habe eine Serie mitgebracht, auch eher aus der zweiten Jahreshälfte. Dazu vielleicht kleine Vorgeschichte. Ich hatte, oder wie viele, glaube ich, hatten das Gefühl, dass das Zeitalter der Netflix-Serien so ein bisschen vorbei ist. Also, dass die Sachen, die Netflix mal so richtig groß und gut gemacht haben, dass sie sowas nicht nochmal hinkriegen und die guten Sachen absetzen und zu sehr auf ihre komischen Zahlen gucken und so weiter. Und dann hörte ich bei den Serienjunkies im Podcast Hannah sagen, jetzt gab es wieder eine Serie auf Netflix, die war's. Und dann habe ich sie mir angeguckt und habe sie sehr geliebt. Und das ist Blue Eye Samurai, eine Animationsserie, ein Anime, aber aus den USA, spielt aber in Japan. Es geht um Mizu. Mizu ist, also in der Edo-Zeit. Hm? Ist das nicht was zu essen? Du meinst Mizu. Ach so. Nee, Mizu, also spielt in der Edo-Zeit, also Samurai und so, sage ich jetzt mal grob. Mhm. Und viele, viele Machtkämpfe in Japan. Irgendjemand will irgendwen stürzen, um der nächste große Herrscher zu werden. Und sie ist uneheliche Tochter einer Japanerin und eines weißen Mannes, was in der Zeit extrem schlimm war. Deshalb auch Blue Eye Samurai, also sie hat halt blaue Augen. Und sie wird halt dafür ihr ganzes Leben schon zur Ausgestoßenen gemacht. Und wir erleben dann in der Rückblende, dass sie einen Mann kennenlernt, der ist blind und ist, wie heißen die Schwerter von Samurais? Katana. Genau, also der macht solche Schwerter. Der ist quasi Schmied. Schwertmeister. Und der nimmt sie. Ist das Seki? Der wird von George Takei gesprochen, das ist ja grad. Ach so, ja genau, stimmt, der wird von George Takei gesprochen, richtig. Und sie, also das ist alles aus der Rückblende, ne? Und sie lernt dann erst Schwerter machen und fängt dann aber auch an, mit denen zu kämpfen, weil da kommen halt immer Leute hin, die bei ihm Schwerter bestellen, die selber Samurai sind und so. Und sie sagt halt, sie will das auch, vor allem deshalb, weil es ist halt eine große Rachegeschichte, wie das bei so Samurai-Sachen oft ist. Sie will den Mann finden, der quasi ihr biologischer Vater ist und daran schuld ist, dass sie so ausgestoßen ist in ihren Augen. Und dafür gibt's nur 4 Männer, die in Frage kommen, weil in der Zeit keine weißen Männer in Japan waren. Also die waren eigentlich alle ausgewiesen und nur ganz bestimmte konnten bleiben, aber auch nur ganz zurückgezogen und nur mit sehr viel Geld, das sie die ganze Zeit bezahlt haben und so. Und genau, es geht jetzt quasi hauptsächlich in der Serie darum, dass sie versucht, diese Männer aufzuspüren, um sich an denen zu rächen, denn also Moment, sie ist mittlerweile ein Samurai geworden. Habe ich das richtig verstanden? Sie ist auf der Suche nach ihrem Vater, um ihn zu töten? Ja. Weil sie aber er ist ja nur ihr biologischer Vater. Weil sie ihm vorwirft, dass er dafür verantwortlich ist, dass sie überhaupt existiert. Ja, und also weil, also das ist, glaube ich, auch nicht einfach eine Liebesding gewesen, dass sie gezeugt wurde, so. Also das fand eher unter Zwang statt. Und oder zumindest ja, unter falschen Machtvorgaben. Und sie versucht jetzt halt. Aber gäbe es sie halt nicht ohne genau das, oder? Ja, das wird natürlich also auch ein bisschen mitverhandelt in der Serie. Also dass sie versuchen muss, so quasi sich selbst dabei auch lieben zu lernen. Und genau, was jetzt aber das große Ding eigentlich ist, sie als Frau wird ein Samurai. Also sie ist quasi, zieht als Samurai durch die Gegend und lernt dabei verschiedene Leute kennen, unter anderem Ringo. Ringo ist so ein Koch, den sie auf dem Weg aufgabelt, der so gerne so werden will wie Mizu, und der hat selber keine Hände und versucht jetzt aber auch Samurai zu werden. Und dann sammeln sie noch Taigen auf, gegen den Mizu am Anfang einmal kämpft und der deshalb jetzt glaubt, sie schuldet ihm einen weiteren Kampf, damit er seine Ehre zurückkriegen kann. Ne? Wir wissen, Ehre, große Sache bei Samurai und so. Und es gibt noch eine sehr gute weitere Frauenfigur, nämlich Prinzessin Akemi, die verliebt ist in den Taigen und ihr Vater will aber nicht, dass sie den heiratet. Und naja, wie auch immer, es ist einfach. Auf so vielen Ebenen wird ganz, ganz viel Tolles erzählt. Es ist optisch fantastisch. Es ist nichts für Kinder. Also es ist sehr blutig und sehr viel Nacktheit und Sex und so weiter auch zu sehen. Also
naja, Geisha, und dann tut sie sich halt mit Geishas zusammen, die dann versuchen, Männer irgendwie dahin zu locken. Und ja, es ist einem, und dann halt diese ganze Genderfragen, die darüber verhandelt werden, das ist schon richtig, 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 richtig cool. Klingt Blue super. Eye Samurai. Und es gibt, es ist schon die zweite Staffel bestätigt, weil es wohl gut gelaufen ist auf Netflix. Und das ist ja bei Netflix immer selten, dass man schon weiß, dass es noch eine Staffel geben wird. Ja, stimmt. Und da ist mir auch manchmal, wird man dann allein gelassen, ist dann begeistert genau. von einer Staffel und dann war es das. Dann war es das. Genau, hatte ich häufiger, ja. Das Problem, was ich mit diesen Animationsserien für Erwachsene habe, ist, hatte ich jetzt schon mehrfach, dass ich begeistert war und dann aber relativ schnell irgendwie die Fühlung verloren habe und es dann häufig abgebrochen habe. Weil halt doch in den Gesichtern halt weniger transportiert wird als von richtigen Schauspielern und ich dann irgendwie, keine Ahnung, nicht dran geblieben bin. Ich bin gespannt, ob es da anders ist. Aber ja, hast du natürlich noch weniger Gesicht, weil Miso ihre Augen sehr oft nicht zeigt, sondern so eine Brille darüber trägt, damit die Leute nicht sehen, dass sie blaue Augen hat. Ja, ich bin gespannt. Musst das du gleich mal Fall ausprobieren. Ja. Ja, schaue ich mir auf jeden Fall an. Ist echt was Besonderes. Also, und es hat mich auch so kalt erwischt. Ich hätte vorher nicht gedacht, wie gut ich das finden würde. Okay. Nee, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Sind auch erstmal nur 8 Folgen. Ach, das ist ja. Das kommt das Christoph ja heute Nacht nach der Sendung. Das schaue ich halt noch her. Gut, dann gebe ich mal weiter zu Bob. Ja, jetzt hatte ich gerade mal nochmal so über meine Liste drüber geguckt und da sind auch Serien dabei, wo man sehr wenig Gesichter sieht. Die haben es aber nicht nach ganz oben geschafft. Also zum Beispiel wäre es die 3. Staffel von Mando gewesen, wo ja auch Helme irgendwie omnipräsent sind. Ja, ich habe Andor als Honorable Mention. Ist ja auch eher von 22, gell? Ja, eher 22. Ahsoka hätte ich auch noch auf der Liste gehabt, hat es aber auch nicht auf Platz 1 geschafft. Picard Staffel 3 auch nicht. War ich auch ehrlich gesagt relativ überrascht, dass das dieses Jahr war. Ich hatte das schon wieder völlig verdrängt. Stimmt euch auch gar nicht mit Erinnerung, aber das hat mir Spaß gemacht. Picard fand ich ja lame. Aber naja. Auch jetzt die letzte Staffel? Ja. Also besser als die davor. War halt aber reiner Fanservice, war halt eher, hatte keine Saft und Kraft, aber war halt so für so TNG-Fans. Und auch reiner nur für Fanservice. Die, genau. Nur für die, genau. Nee, ganz oben ist dann doch einfach das Herzensprojekt dieses Jahres oder der letzten 3 Jahre gelandet. Ted Lasso, Staffel 3. Nicht die beste der 3 Staffeln, aber eben in diesem Jahr dann doch locker auf die 1 gehüpft. Und schon ein sehr, also ein fast perfektes Ende für so eine Serie. Noch dazu, ja. Ja. Genau. Und ja, einfach Ted Lasso, immer fein und sehr schade, dass es nicht weitergeht, aber vielleicht halt auch wegen dem schönen Ende. Vielleicht dann auch gut so, weil eben ein Knopf dran ist und man nicht irgendwie dann mitkriegt. Jetzt in dem Fall ist es Apple TV und nicht Netflix, aber da ist ja auch nicht gesagt, dass das nicht passieren könnte, dass sowas einfach hart abgedreht wird und dann stehst du da mit irgendeinem fiesen Cliffhanger. Ja, oder es wird halt nicht abgedreht und wird dann in die Scheiße geritten, gell? Hatten wir ja auch häufiger. Ja. Auch das gibt's. Komme ich gleich noch dazu, ja, bei Worst. haben wir bei Serien auch Worst? Da habe ich mir gar nichts rausgesucht. Naja. Habe ich auch keins, aber vielleicht fällt mir noch was ein. aber zum Thema gute Enden oder grandiose Enden von Serien. Ah, weiß ich jetzt, was kommt. Ja, was denn? Na, hier diese nordischen Menschen da. Ragnarök fand ich grandioses Staffelfinale oder Serienfinale mit einem wunderbaren Twist und ja, ich fand es fantastisch. Habe ich auch meiner Mutter empfohlen, hat sie auch durchgebinged. Und also sowohl in Details, also in Detailfiguren, also die Loki-Figur oder Lauritz-Figur zum Beispiel, als auch wie die Geschichte am Ende einfach abgebunden wird. Wie die Riesen dargestellt werden, die Konflikte innerhalb der Riesen. Es war also, ich liebe diese Serie. Ich habe jetzt schon meiner Frau angekündigt, dass wir sie mal schauen müssen, dass sie sie auch mal schauen muss. Ich bin gespannt, ob sie auf Deutsch für mich funktioniert. Mal gucken. Vielleicht berichte ich dann irgendwann darüber, dass man sie auf Deutsch sich auch sparen kann. Aber ich glaube, weiß gar nicht, auf was der Stefan geschaut hat. Aber nee, ist eine tolle Serie. Große Empfehlung. Bob, du hast sie nicht gesehen, gell? Nee. Das ist nicht so deins. Nee, das ist nicht meins. Okay, Becky, hast du die gesehen?
Nee, ich auch noch nicht. Aber das hat mich schon ein bisschen heiß gemacht, was du so davon ja, jetzt erzählt hast. Du musst das schon schauen, auf jeden Fall. Ja. So. Worst. Jetzt eine Worst und dann noch ein paar Honorable Mentions? Wir können auch erstmal Honorable Mentions machen. Aber dann hören wir mit was Worst auf. Wollen wir das? Egal. Wir hören mit Japan auf. Ich habe kein richtiges Worst. Ich habe tatsächlich gar nicht so viele Serien geguckt dieses Jahr. Keine Worst-Serie. Und die Sache, wenn man schlechte Serien schaut, dann bricht man es halt doch irgendwann ab, oder? Genau. Und, deshalb oder man guckt sie weiter, weil sie MCU sind. Hashtag Secret. Ich glaube, ich habe keine Serie, durch die ich mich durchgequält habe dieses Jahr. Ja, doch, bei mir so, also Worst ist wirklich die falsche Kategorie, also das nehme ich ein bisschen zurück, schon mal vorab, aber Enttäuschung vielleicht, sagen wir es mal so. Und das war bei mir tatsächlich jetzt die letzte Staffel Sex Education. Ich ja, habe diese Serie ja sehr geliebt in den ersten Staffeln und die letzte ist so hart abgefallen irgendwie und ich... Ja, geht mir auch so. Ich fand das irgendwie traurig und noch dazu ist es dann so in meinen Augen schlecht zu Ende geschrieben worden, auch mit dem Hintergrund, dass die Autoren nicht wussten oder erst kurz vor Ende erfahren haben, dass sie es jetzt noch schnell abbinden müssen. Ja, und das war halt scheiße. War nicht mehr viel übrig, was man da noch hätte machen können. Aber ich sag nur Netflix, ne? Ja, Netflix, genau. Das Ergebnis ja, das ist halt stimmt. Am Ende, wie es ist. Und wenn man es so nimmt, wie es da jetzt steht und es so guckt, dann war das halt leider die große Serienenttäuschung, die ich halt zu Ende geguckt habe. Das konnte ich nicht übers Herz bringen, es abzubrechen. Aber es war nicht dieses Gefühl von den ersten Staffeln, wo man quasi gesagt hat, oh komm, wir gucken gleich noch eine. Oder heute Abend hier gucken wir wieder die nächste Folge Sex Education und dann gucken wir doch wieder zwei oder drei davon. Und huch, dann ist die Staffel ja so schnell zu Ende. Lass mal doch ein bisschen langsamer gucken, weil sonst ist es schon vorbei. Und diesmal war es eher so eine Quälerei, so ja, wir müssen noch eine Folge gucken. Ja, der Christoph drängelt also schon, wir sollen das besprechen. Ich muss da jetzt noch eine Folge gucken. Oh, mir ist übrigens jetzt doch eine Serie eingefallen. Aber darf ich noch zwei Worte vorher? Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann ich schon sagen. Also ich fand, so schlecht fand ich sie nicht. Also ich fand sie auch die schwächste von den vier. Aber ich hatte das Gefühl, ihnen ist halt endlich aufgefallen, dass Otis nicht der Hauptcharakter dieser Serie hätte sein sollen. Ja, stimmt. Weil er einfach nicht der Spannendste ist so. Ja. Und also alles, was um Maeve passiert ist, fand ich auch in der vierten Staffel. Also alles um die Beerdigung und auch um die Sache in den USA und so. Also alles um Maeve, da würde ich meine Hand sofort wieder für ins Feuer legen. Da wäre ich dabei. Das haben wir, glaube ich, auch in unserer Besprechung so gesagt. Ja, stimme ich zu. So, Christoph, jetzt, dir ist noch was eingefallen. Ja, mir ist noch eine, weil der Bob gerade gesagt hat, ja, und dann drängelt Christoph wieder. Ich habe nämlich noch eine andere Serie, wo ich auch schon drängle seit einem halben Jahr. Was du meinst. Und ich habe sie nicht besprochen, weil du sie noch nicht geschaut hattest. Mittlerweile habe ich sie schon wieder vergessen. Aber jetzt ist mir wieder eingefallen, jetzt kann ich jetzt immer über sie lästern. Letzte Staffel, Marvelous Miss Maisel, eine Katastrophe. Also ich bin ja mit der ganzen Serie nicht unheimlich warm geworden. Also ich mag sie auch einfach gar nicht. Aber ich fand die letzte Staffel also beeindruckend beschissen. Die arbeitet dann mit so Zeitsprüngen, wo sie dann alt ist plötzlich und auf ihr Leben zurückschaut und dann mit ihrer Tochter struggelt und was überhaupt nicht thematisiert wird, und das muss ich sagen, das stößt mir wirklich sehr sauer auf, ist, was für eine beschissene Mutter sie immer war. Sowohl als alte Frau, als auch vor allem als junge Frau, die setzt ja ihre Kinder einfach immer nur von Fernseher und lässt sie verwahrlosen und ignoriert sie. Also das ist ja völlig grotesk. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt Kinder reingeschrieben wurden in dieser Serie, weil sie macht ja gar nichts mit ihnen. Die sitzen einfach immer nur rum, werden einfach nur hingestellt. Und das ist in der jetzigen Staffel wieder besonders, also fällt mir besonders negativ auf, weil das halt gar nicht thematisiert wird. Und es ist halt so krampfig. Ja, okay, sie muss halt jetzt noch eine große Fernsehkarriere machen und da wird sie irgendwie hingedoktert. Also es ist alles so zusammengeschustert. Also wirklich schlimm. Eine wirklich schlimme Staffel. Okay, ich hab's noch nicht gesehen. Viel Spaß jetzt, damit. Ja, danke. Ich freue mich nicht. Ich habe es auch nicht gesehen. Christopher hat es gesehen, aber war schon bei der Staffel davor nicht mehr so zufrieden und hat, glaube ich, deshalb die letzte gar nicht mehr geguckt. Genau, also ich mochte, wie gesagt, ich mochte Maisel nie besonders,
aber ich habe das schon verstanden, wie das, also was man daran mögen kann. Aber warum drängst du denn dann so darauf, dass deine Mitpodcaster das auch gucken müssen? Weil ich weiß, dass der Bob das eh schaut und ich halt besprechen wollte. Ah, okay, verstehe. Ich wollte das auch mal lästern. Und ich habe lieber einen Gegenpart, am liebsten einen, der anderer Meinung ist. Und das wusste ich, dass der Bob das sein würde. Von daher. Mal sehen, also wie gesagt, wir haben uns jetzt auch noch nicht so richtig motivieren können. Ich glaube, die dritte hat uns auch so ein bisschen auf so eine, ja, die Kurve zeigt nach unten, sag ich mal. Und also meine Frau war bei den ersten beiden Staffeln, da konnte sie, als die neue raus war, wurde ich quasi von ihr gedrängt, dass wir es zusammen schauen. Und das ist jetzt bei der vierten Staffel auch nicht passiert, obwohl sie sehr wohl weiß, dass die da ist, diese Staffel auch schon seit vielen Monaten. Da kam jetzt noch kein, hier fangen wir das mal an, sondern ja, es ist gerade nicht so der Zug dahinter, deshalb habe ich es auch noch nicht geschaut. Ah, nee, also es ist wirklich schlecht. Becky, hast du auch noch eine Worst-Serie? Ja, also auch hier Secret Invasion vom MCU, das war einfach wirklich, also das war, das hat niemand gebraucht, das war so eine schlechte, das ganze Militärgedöns da drin, das hat mich fertig gemacht und alles, was ich dafür gehofft hatte, ist nicht eingetreten, also das war eigentlich noch eine größere Enttäuschung als Ant-Man, von daher, ja, hätte niemand gebraucht. Um wen dreht sich das? Also um Fury, Nick Fury und okay. Also immer noch gespielt von ja. Okay. Ja, ja. Um ihn und von Mace Windu. genau, gespielt von Mace Windu, du sagst es. genau und es, also Secret Invasion, es geht halt hier um die, wie heißen sie denn, die Aliens? Hier zu den Taylors gehört, diese grünen Kree, heißen die so? Bei uns darfst du dann nicht auf Support hoffen. Skrull, die Skrull, ich meine die Skrull. Die Skrull, die auch okay. Bei Miss Marvel, nee, bei Miss Marvel, ach, wie auch immer. Auf jeden Fall geht's halt. Als eine Soße. Nein, das nun wieder nicht, aber genau. Also es geht aber darum, wie Nick Fury quasi. Emilia Clarke spielt mit und Olivia Colman ist auch dabei als Prime Minister, glaube ich, oder Premierminister, oder nee, Beraterin des Präsidenten, ich weiß nicht. Einfach nur große Stars und gute Schauspieler reinpacken, reicht halt auch nicht, gell? Ja, ja, nein, und diese Serie war wirklich, also es gab super gute MCU-Serien, aber diese war es nicht. Hm. Was würdest du empfehlen, welche MCU-Serie ist super gut? Also ich finde halt Loki richtig gut. Oh, das darf nicht wahr sein. Ich wollte schon was sagen, und sag jetzt nicht Loki. Ich finde Miss Marvel ist das Charmanteste überhaupt. Okay. Die ist ja hier diese, vielleicht ist sie 16 oder so, pakistanisch-amerikanische Superheldin. Ja, WandaVision mochte ich auch, aber da muss man natürlich auch. Ja, da braucht man aber eigentlich viel MCU-Vorwissen für, um das alles zu verstehen. Hab ich gar nicht gehabt. Ging trotzdem. Ja. Jetzt kommt ja die neue Echo-Serie, auf die bin ich auch gespannt. Aber also She-Hulk mochte ich auch, mochten ja auch viele gar nicht. Also, das mochte ich sehr. Also bis jetzt gab es da viel Gutes, aber dieses Jahr war ich irgendwie nicht so. Was heißt Echo? Naja. Echo ist, hast du Hawkeye geguckt, die Serie? Nee. Ah, da ist sie das erste Mal aufgetreten. Also Echo ist eine neue Superheldin, die gehörlos ist. Aha, okay. Ach so, deswegen Echo. Ich dachte kurz an Echo Fresh, aber der ist es nicht. Dann Echo wie Echo. Serum spielt wiederum im Reboot von Pumuckl mit. Ja, was? Ja. Da ist er der Briefträger. Der Briefträger, naja, warum? Ja. So, dann sind wir rum mit unserem Jahresrückblick. Jahresrückblick, nicht wahr? Dann, darf ich noch fünf Serien? Ja. Nur, ich sage immer nur einen Satz dazu. Klar. Also, einfach weil ich auch glaube, dass die nicht genug besprochen wurden. Pokerface mit Natasha Lyonne, quasi Columbo in modern als Roadtrip. Cool. Also sie ist quasi, also sie ist keine Polizistin, aber sie ermittelt halt und von der Struktur ist es aber so, dass wir immer vorher den Mord sehen und wissen, wer der Täter ist und dann geht's los. One Piece, die Realserie auf Netflix von diesen 1000 Folgen Anime, an das ich mich nie rangetraut habe, aber die Realserie fand ich richtig gut.
Beef, die Miniserie des Jahres in meinen Augen, die haben wir auch gerade abgeräumt bei den Golden Globes, beide als Darsteller. Einfach, wenn man, also auch wenn man Eskalation mag, ist man da gut aufgehoben. Es geht halt wie so ein Nachbarschaftsstreit los und wird anders. Und dann hätte ich noch, okay, da wurde viel drüber geredet, The Last of Us, deshalb sage ich da nicht so viel zu, aber noch, weil wir es vorhin hatten mit Ted Lasso's jetzt zu Ende, vielleicht auch deshalb, damit Brad Goldstein jetzt andere Serien machen kann, nämlich Shrinking. Shrinking, seine neue Serie aus diesem Jahr mit Jason Segel in der Hauptrolle und Harrison Ford als alterndem Psychotherapeuten. Ja, sehr, sehr, also ähnlich heartwarming, wie es Ted Lasso ist. Alles, was ich so an Vorschau davon gesehen habe, ließ mich auch vermuten, dass ich das sehen will. Wo kann man das finden? Apple. Ist auch Apple TV ist auch dabei. Okay, ja, wunderbar. Ja. Wo kann man Last of Us sehen? Last of Us ist wow. Wow. Also das ist der HBO, glaube ich. Gott, noch eine Dings kann ich meiner Frau nicht zumuten. Noch ein Stream. Musst du ja, aber wegen Apple halt. Wegen Apple, ja genau. Den habe ich schon, den kriege ich noch irgendwie durch. Okay. Jetzt lasst ihr uns nicht schon wieder unterm Bus werfen, wenn wir das letzte Sendung schon gemacht haben. Ja, habt ihr. Nee, lass uns lieber nach Japan gehen. Mhm. Becky, du warst in Japan. Ja. Neid. Ihr mögt ja hier gerne. Der hier, der noch nicht in Japan war. Bob, wann warst du? 2012. 10 Jahren. Ah, ja. Also schon. Schon einen Augenblick her, ja. Schon einen Augenblick her. Ja, genau. Also ich war im Oktober und November für 2,5 Wochen, fast 3 Wochen in Japan auf Hochzeitsreise. Habe so eine kleine Rundreise im Süden gemacht. So ein bisschen, glaube ich, die Route, die viele machen, die das erste Mal nach Japan fahren. Also ja, ich bin euch ja gefolgt bei Instagram oder ich glaube es war Instagram, gell? Ja. Hauptsächlich. Und ein anderer, dem ich gefolgt bin, hat die gleiche Route gemacht, ein paar Tage versetzt. Das war immer ein bisschen lustig. Ja, also es ist halt, ne, wenn man das erste Mal da ist, dann macht man halt die großen Sachen. Also man startet in Tokio, auch das haben wir gemacht, haben ein paar Tage da gehabt. Dann sind wir weitergefahren nach Kyoto, was ja so ein bisschen die, von den größeren Städten, die mit der Altstadt ist und sind dann mit einem Zwischenstopp in Nara, wo alle hinfahren, um Rehe zu sehen, weiter nach Osaka, was auch eine der größten Städte ist, wo es unter anderem das Universal Studio Parks gibt. Das war auch einer der Hauptgründe, warum wir in Osaka waren. Kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr? Nee, das war der Freizeitpark, also wo wir in der Super Mario World waren und so weiter. Und dann sind wir noch nach Hiroshima gefahren, also ein bisschen in den Westen weiter und dann nochmal an den Ozean und wieder zurück. Also das war so ein bisschen unsere Rundreise. Man kann ja sehr gut Zug fahren in Japan, das ist ja traumhaft, deshalb kann man auch ganz gut Rundreisen machen. Wir dachten immer, heute ist ein Pausentag, wir fahren ja Zug, aber dann ist man doch schon wieder in 3 Stunden da und muss sich wieder mit den Füßen bewegen. Tja. Ja, wir hatten, also unsere Füße waren das größte Problem der Reise. Wir hatten schon sehr schnell, weil wir so viel gelaufen sind. Wir haben keine Pausentage gehabt, wir sind immer gelaufen. Ja klar, man will das ja auch nutzen. Und ja. Wie habt ihr übernachtet? Habt ihr das vorher gebucht oder? Genau, wir haben vorher gebucht, oder? Hotels. Wir haben auch schön immer, wie man das dann so macht, im Notizfeld geschrieben, dass wir auf Hochzeitsreise sind. Mal gucken, was die Hotels draus machen und haben auch hier mal einen Gutschein für die Hotelbar gekriegt oder eine Flasche Sekt auf dem Zimmer oder so. Also das kann ich empfehlen als Tipp, falls ihr ein paar Hotels bucht irgendwo. Schreibt einfach, ihr seid auf Hochzeitsreise. Nicht schlecht. Dafür sind diese Notizfelder, die noch nie verwendet. Ja, das hat sich gelohnt. Nee, wir haben vorher gebucht und ja, also Christopher hat sehr viel recherchiert vor dieser Reise. Ja, das hat man gemerkt. Wir haben sehr lange viele TikTok-Videos immer geguckt aus Japan und immer wenn dann da irgendwo gute Hotels empfohlen wurden, wurden die sofort auf einer Google Map gespeichert und dann haben wir aus all diesen Empfehlungen auf booking.com irgendwie uns am Ende unsere Itinerary zusammengebaut. Genau. Und fürs Bahnfahren kann man sich ja vorher so einen JR-Pass kaufen. Das ist dann wie so eine Bahncard 100 für
eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen. Ah, das ist ja cool. Genau, mit der kannst du dann quasi, also es gibt dann den allerschnellsten Shinkansen, kannst du damit nicht fahren, aber alle anderen Shinkansen schon auch. Und was zahlt man dafür? Ja, da wurde gerade der Preis erhöht. Wir waren noch vor der Preiserhöhung. Wir haben, glaube ich, für zwei Wochen jeder um die 300 Euro bezahlt. Aber eine so eine Strecke mit dem Shinkansen kostet halt auch sonst so 100 Euro, wenn du nicht so eine Karte hast. Also Shinkansen fahren ist schon sonst auch eher eine der teureren Sachen in Japan. Ansonsten fand ich Japan gar nicht so teuer. Also Essen und sowas oder im Supermarkt was einkaufen oder so, das fand ich alles, oder keine Ahnung, Ramen essen gehen, also da warst du nie über 10 Euro so. Ja. Das habe ich auch Hotels? Okay bepreist in Erinnerung, ja. Ja. Hotels teuer oder? Ja, wir haben halt jetzt, also es war halt unsere Hochzeitsreise, deshalb haben wir jetzt nicht so viel Wert auf Sparen bei den Unterkünften gelegt. Wir waren, glaube ich, immer so zwischen 130 und 170 pro Nacht zu zweit. Ja, das geht aber auch. Ohne Frühstück allerdings meistens, weil wir haben natürlich das ganz traditionell wie die Japaner gemacht. Wir sind einfach morgens in Kombini gegangen und haben uns immer ein Onigiri und Ei-Sandwich gekauft und das gefrühstückt. Ich habe keins der Wörter kenne ich. Was ist Onigiri? Kombini? Ah, Kombini sind diese kleinen 24, so wie so ein 7-Eleven, so 24-Stunden-Läden. Mhm. Eigentlich mein Lieblingsding an Japan, dass es an jeder Straßenecke ein Kombini überall, ne? Gibt. Das ist, ja, das ist krass. Gibt es dann auch drei oder vier Firmen, 7-Eleven, Lawson, wie sie alle heißen, Family Mart, genau. Die sind wirklich omnipräsent, das habe ich auch sehr präsent in Erinnerung, ja. Und du kriegst halt da auch alles, also du kriegst so geile Sachen da drin. Die haben erstmal, die haben so eine frische, warme Theke, da kriegst du zum Beispiel so Chicken auf die Hand. Ich würde behaupten, es schmeckt besser als beim, wie heißt dieser Huhnladen in Deutschland? Kentucky Fried Chicken. So, also einfach Huhnladen. So. Ja, schön. Ja, und dann kriegst du das aber halt mit Geschmackssorte Miso Knoblauch oder mit Geschmackssorte Scharf oder so. Und wir haben uns dann immer vorgestellt, wie das denn für Japaner ist, wenn sie nach Deutschland kommen und da gibt's nur einen Würstchenknast an der Tankstelle. So. Und das ist, was die als warme Theke irgendwo serviert kriegen. Wohingegen man da halt, du kannst auch Suppen und sowas. Und was ich halt richtig geil fand, ist, dass du, die haben so Gefriertruhen mit vorgefertigten Bechern mit Obst gefroren drin und dann bezahlst du das, scannst es nach der Kasse und stellst es in so einen Automaten und dann macht er dir daraus so ein Smoothie, frisch aus dem gefrorenen Obst. Macht da noch ein bisschen Wasser rein und mischt es und dann hast du halt einen frischen Smoothie aus dem Supermarkt. Also nicht jetzt von irgendwie fancy Kaffeehauskette XY. Und können die alle Englisch oder muss man da Japanisch können? Also ich habe ja vorher fleißig auf Duolingo Japanisch gelernt, was natürlich nicht dazu führt, dass man Japanisch spricht nach einem halben Jahr. Aber also ich würde nicht sagen, dass alle sehr gut Japanisch sprechen. Viele verstehen mehr, als sie sprechen. Aber der große Vorteil ist, dass jeder dir immer helfen will. Also auch wenn er dich nicht versteht, wird versucht, eine Lösung zu finden. Und wenn die Leute halt nicht wissen, was sie selber antworten sollen, dann manchmal haben sie dann irgendwelche laminierten Zettel auf Englisch unter ihren Theken, die sie herausholen, wo dann schon steht, also keine Ahnung, wir haben zum Beispiel sehr oft in den Bahnhöfen nach Stempeln gesucht. Es gab da so eine Aktion, dass man sich an jedem Bahnhof einen besonderen Stempel holen konnte in sein Buch. Und wir wollten, wenn dann halt so ein Bahnhof 250 Ausgänge hat, dann ist der dementsprechend groß und ist nicht so leicht, den einen Ort zu finden, wo der Stempel ist. Und egal, wo du dann jemanden nach dem Stempel gefragt hast, holte der halt unter seine Theke eine laminierte Karte vom Bahnhof raus, um dir den Weg zu der Stempelstation zu zeigen oder so. Also die Leute finden irgendwie Wege, dir zu helfen, auch wenn sie dich oder wenn du sie nicht verstehst. So, das fand ich echt extrem angenehm. Ansonsten freuen sie sich natürlich, wenn du mit ein paar japanischen Floskeln kommst und immer auf Japanisch sagen kannst, wie lecker etwas ist, was sie dir gekocht haben und wie gut es dir schmeckt und so. Genau. Und was wir noch so die Erfahrung hatten bei den kleineren Restaurants, da können die Leute, die haben halt oft so ihre
5 Beschreibungen der Gerichte haben sie gut auswendig gelernt auf Englisch, aber wenn du dann eine Rückfrage stellst, dann verstehen sie dich wieder nicht mehr und versuchen sich irgendwie anderweitig wieder zu beschäftigen. Ja. Ja, ihr wart da ja auch super experimentierfreudig, was so Essen angeht. Also wirklich bewundernswert, wie das sein sollte, finde ich. Obwohl manches, was ihr da gegessen habt, glaube ich, auch meine Schmerzgrenze erreicht hätte, obwohl ich auch experimentierfreudig bin. Aber von was sprichst du? Von der Fischmilch? Nee, von diesen Bohnen, von diesen fermentierten, die so ultra schleimig waren. Ja. Das war, wo man dachte so, wow, also das Respekt. Also, das natürlich. Ich hätte ihn auch gegessen, aber das war schon so, ah. Wir haben es sogar zweimal gegessen, weil beim ersten Mal mochten wir es ja nicht. Da haben wir es aber auch nur im Kombini in so einem Reitbällchen geholt. Und dann hat Christopher nochmal ein bisschen recherchiert und rausgefunden, die Japaner essen es immer mit Toppings. Also damit man das nicht mehr so doll schmeckt. Also die machen dann da zum Beispiel Senf drauf. Und dann haben wir einen Laden rausgesucht, der ganz tolles Natto auch so als Souvenir sozusagen, was du dann von einer Stadt zur anderen deiner Familie mitbringst in Japan, verkauft. Und da haben wir dann eins mit, ich glaube, Miso scharf oder so gekauft. Und das konnte man dann gut essen. Also das haben wir quasi uns selbst belesen und rausgefunden, dass die erste Idee, die wir hatten, das ist auch nicht das, was die Japaner essen. Aber die Japaner frühstücken das ja, das ist einer der Gründe, warum die alle so alt werden, weil die alle Natto frühstücken, also diese fermentierten, schleimigen Sojabohnen. Das ist echt so. Okay. Ich glaube, die haben wir nicht probiert damals. Ja, und dann diese fiesen Getränke, die ihr immer trinkt. Das ist ja, aber das ist ja so ein Running Gag. Da komme ich auch nicht drauf klar, wenn ich das immer bei euch sehe. Ich kann ja schon Red Bull nicht trinken. Das ist bei mir, da ist die Schmerzgrenze schon erreicht. Diese Energy Drinks, das ist ja auch nichts für mich. Aber es gab gute Limos. Also so Yuzu-Limo zum Beispiel. Also Yuzu ist ja so eine besondere Zitrone. Und ich finde, das ist wirklich eine Offenbarung. Also so eine Limo aus Yuzu zu machen, das schmeckt so das geil. Klingt gut, ja. Ja, richtig geil. Jetzt, ja, was mich interessieren würde aus ganz persönlicher Sicht, wenn ich jetzt da hinfahren würde, dann wäre ich halt mit 2 relativ kleinen Kindern da. Mhm. Ist das ein Urlaub, der funktioniert als Familie und auch mit kleineren Kindern? Oder ist das eher sowas, was man einfach machen muss, wenn man erwachsen ist? Also geht das nicht mit Kindern? Also ist das zu hektisch, zu erschlagen, zu viel, zu anstrengend? Oder ist das machbar? Also wahrscheinlich nicht so zu 100%, wie wir es gemacht haben, ne? Weil wir haben wirklich wenig, volles Programm, viel Laufen, wenig Pausen und so gemacht. Aber grundsätzlich haben wir auch etliche Reisende mit Kindern gesehen, also so ist es nicht. Und ich glaube, es gibt auch genug Spannendes für Kinder so zu entdecken. Also mit denen würde man dann vielleicht nicht noch in der dritten Stadt den 7. Schrein angucken, sondern müsste sich dann nochmal was anderes an Kulturprogramm überlegen. Aber keine Ahnung, man kann ja zum Beispiel auch zu einem Baseballspiel gehen. Japan ist ja riesig mit Baseball, ne? Und dann da 4,5 Stunden rumsitzen? Ja, also da gehen meine Kinder lieber noch zu ein paar Schreien, ganz ehrlich. Oder zu einem Sumo-Turnier. Mein Arbeitskollege war in Japan und die sind zu einem Sumo-Turnier zum Beispiel gegangen. Also das klingt gut, ja. Ich glaube, es gibt schon auch genug Dinge, die man irgendwie mit Kindern machen kann. Was wir halt auch immer gemacht haben bei den Schreien, das wäre sicher auch was für Kinder, ist, dass man sich so ein Pilgerbuch holen kann. Und dann geht man an den Schrein immer zu einem, dann gibt's immer einen Mönch oder irgendwie eine andere Person, die malt einem dann da so ein, das heißt Goshuin, also so ein Symbol mit Feder und Tinte und japanischer Schrift und dann kommen da 3 Stempel drauf und malt einem das da rein auf so eine Seite und dann hat man am Ende vom Urlaub halt, hat man am Ende vom Urlaub so ein Buch mit vielen davon. Ganz groß bei Kindern. Das kostet dann halt immer 300 Yen, das sind irgendwie 2,10 € oder so, die man dann da denen reicht, damit die einem das da live reinmalen. Und so, das ist schon ganz cool. Und das mit den Rehen in Nara zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch was. Also, wenn man nicht so schissig ist vor Tieren auf jeden Fall, die sind natürlich auch nicht zimperlich, die Rehe, die dann da so leben.
Aber also das ist zum Beispiel auch total cool. Warst du mal in Florida auf dieser Keys? Nee. Dieser Keys-Insel? Da gibt es auch so eine, wo so Rehe rumlaufen. Ah. Ich hätte mich jetzt interessiert, ob das vergleichbar ist. Also die leben da auf jeden Fall quasi auf offen, also die sind, das ist kein Zoo oder so, sondern die da gibt es so viele Rehe, weil die Rehe da vor wie so und so vielen Jahren mal ein heiliges Tier waren und nicht geschossen werden durften. Ja. Und dann hat sich das so eingependelt, dass die da irgendwie so ein Nebeneinander von Mensch und Rehen sich entwickelt hat in der Region. Es gibt natürlich auch da lauter Leute, die so Cracker verkaufen, die man denen dann füttern kann. Das darf halt nur eine bestimmte Sorte Cracker sein, die dann auf die Ernährung dieser Rehe abgestimmt ist. Aber wenn man die erstmal hat, dann wollen sie natürlich auch alle immer zu was von dir. Also wir haben gar keine Cracker gekauft, sondern sind nur zwischen den Leuten herumgelaufen, die alle Cracker hatten. Cool. Ja. Aber das ist schon witzig, die liegen dann auch mitten in der Verkehrsinsel auf der Straße und so. Ne? Also die sind halt da wirklich im alltäglichen Leben dann so mit drin. Und hast du jetzt, bei mir hat sich damals der Blick auf die örtlichen Sushi-Restaurants geändert. Ist das bei dir auch so passiert? Ja, also wir waren mehrfach in so einer Kette in Japan Sushi essen und einmal bei so einem richtig traditionellen Sushi-Meister, wo dann nur so 10 Leute um die Theke rumsitzen und er macht so ein Omakase für einen, also so ein nach Art des Chefs, was er halt gerade da hat und du kriegst dann das immer von ihm direkt in die Hand gelegt und so. Das ist natürlich eh nochmal ein ganz anderes Erlebnis, aber selbst das Sushi bei dieser Kette, bei der wir mehrfach gegessen haben, wo man halt eine Nummer zieht und dann an so einen Platz geführt wird, selbst da, das war einfach fantastisch gut. Und ich habe halt hier so in Deutschland vielleicht 2 Sushi-Läden, die ich so gut bis besser finde wie diese Kette, in der wir in Japan immer waren. Also genau, das ist das, also so, also ach, Essen eh. Ach, es gibt so viel geiles Essen da, Leute. Alles so lecker. Ach. Ja, alles teilweise ein bisschen weird so, aber lecker, ja, stimmt, würde ich so unterschreiben. Also zum Beispiel einen Tag haben wir angestanden für ein Frühstück in einem Frühstückslokal. Die haben um 9 aufgemacht, ich glaube um 8 standen wir vor der Tür und waren dann schon nur in der zweiten Fuhre, die rein konnte ins Lokal, weil noch mehr Leute vor uns standen. Um 11 machen die meistens zu, weil sie ausverkauft sind. Und da gibt es gehobelten, getrockneten Fisch als Flocken, als so Bonito-Flocken auf Reis mit Ei. Und eine Miso-Suppe dazu, das ist alles. Aber sie hat halt, also sie ist Spezialistin für diesen Fisch und hat dann da so 10 verschiedene Cuts von diesem Fisch getrocknet liegen, aus dem sie dir eine Mischung von diesen Fischflocken zusammenhobelt, direkt vor deiner Nase und dir das dann auf deine Schale mit Reis so drauf macht. Und das zum Beispiel, das ist natürlich ein Gericht, das kannte ich nicht mal vorher, als dass man sowas essen kann. Aber wie kommt man denn darauf, da hinzugehen? Ja, weil man die über TikTok und Instagram und so findet. Also wenn du erstmal, man kennt das doch von TikTok, man ist dann irgendwann in diesem einen TikTok drin. Man hat 3 Videos geliked mit Leuten, die ihren Tag in Japan gezeigt haben und dann hat man plötzlich nur noch solche und dann werden immer Restaurants empfohlen. Nur Saltburn reingespült, quasi nichts anderes mehr. Ja, sehr gut. Ja, nee, oder keine Ahnung, auch so, wir haben an so einem Pancake-Laden auch, da wussten wir dann schon, da müssen wir quasi morgens uns ein Ticket holen. Oder beziehungsweise, also man stellt sich morgens an, um 8 machen sie dann auf und dann kann man sich einen Zeitslot für irgendwann an diesem Tag reservieren. Abgefahren. Muss aber schon eine Anzahlung machen, dass man da dann auch wirklich kommt und so. Aber es gibt natürlich auch super viele so Streetfood-Buden und so, wo man was kauft. Das ist nicht alles, dass man stundenlang dafür anstehen muss und so. Cool. Geht ja in so fremden Kulturen teilweise auch schon so, das ganz Alltägliche ist halt auch schon spannend, ne? Also du, klar, wenn du da irgendwas raussuchst, wo auch der Japaner sagt, oh, das ist something special. Aber das muss ja im Zweifel gar nicht sein. Wenn man das erste Mal da ist, geht man halt einfach irgendwie so, wie du sagst, in so ein 7-Eleven, Sushi-Kette. Ja, oder Sushi-Kette, genau. Oder halt Sushi-Kette, okay, das ist zwar besser, aber dann doch irgendwie nicht so wahnsinnig viel anders als hier. Aber dann gehst du halt in irgendein anderes Restaurant. Wo sie ja, dann oder in so ein Okonomiyaki-Bratbude zum Beispiel. Okonomiyaki, diese
gebratenen, sehen ein bisschen aus wie Röstis, sind aber gestapelte Kohl und Ei und Teig und in, wenn du in Hiroshima bist, sind noch Nudeln mit drin und dann kannst du dir noch irgendwelche Toppings mit drauf machen und so. Das ist zum Beispiel auch, das ist eigentlich ja so ein Hausmannsessen, wenn du so willst, aber das ist auch so geil und auch wenn man es dann in verschiedenen Städten isst und es ist, gibt eine ganz andere Kultur, ob du ein Okonomiyaki in Hiroshima oder in Tokio isst, richtig lecker. Ja. Oh, das klingt so super. Ich habe so Bock jetzt nach Japan zu fahren. Do it. Aber wo du auch sagst, Alltag, ne? Also es gibt halt auch, es sind nicht nur so die touristischen Sachen, finde ich, die auffallen, sondern auch, also eine meiner Lieblingsbeobachtungen einfach, jeder LKW an jeder Baustelle glänzende Chrom-Spoiler, ja? Also da glänzt, da ist alles, da ist nie irgendein Baustellenfahrzeug dreckig. Die müssen jeden Abend gereinigt werden irgendwo. Es muss irgendwo eine Halle in Tokio werden geben, wo abends alle Baustellenfahrzeuge hinkommen und gereinigt werden. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Das ist alles so sauber. Unglaublich. Ja, und das obwohl es nirgendwo Mülleimer gibt. Wart ihr in einem Onsen? Nehmen wir mal nicht in einem Onsen. Christopher ist nicht so ein Bademensch und ich habe ja mehrere großflächige Tattoos. Oh, das ist und, schlecht. Damit kommt man halt nicht, also es gibt öffentliche Bäder, in die man kommt, aber jetzt so die zu unseren Hotels dazugehörten, da wäre ich halt überall nicht mit reingekommen. Und da wir, also und jetzt irgendwo noch extra hingehen, ja, das wollten wir dann getrennt sozusagen nicht machen. Wenn es jetzt in einem Hotel möglich gewesen wäre, hätte ich es da sozusagen gemacht. Ja, das war auch so eine Experience, die ich irgendwie speziell fand oder nennenswert. Ja, hätte ich auch so Bock drauf gehabt. Ja, das ja ist da so ein sind Bad sie halt, oder was? Ja, genau so. Mit Therme. Ja, im Grunde. Mit so Quellen, heiße Quellen. Genau. Und dann gibt es ja so eine Kultur, wird ja machen. Männer und Frauen getrennt und. Ja, du musst dich ganz intensiv waschen, bevor du das Wasser überhaupt erstmal betreten darfst und sowas. Alles ganz strikt durchgeregelt. Aber am Ende dann auch sehr schön. Also sehr, auch sehr entspannt. Hm. Ja, für euch vielleicht noch interessant, sie trinken alle Highball in Japan. Okay. Ich, also, keine Ahnung, das ist irgendwie das Ding da. Und ansonsten haben wir einige Cocktails mit Sake getrunken. Und wir waren auch in einer Sake, wie soll ich sagen, All-You-Can-Drink-Sake-Bar. Oh je, ach du Scheiße. Aber Achtung, nein. Das ist nicht dazu da, um sich zu betrinken. Also es ist da verboten, Junggesellenabschiede und sowas in die Richtung zu machen. Da gibt es ja, genaue Japaner Regeln. Die Japaner vertragen doch auch nichts, oder? Genau, aber man, irgendein Enzym man, oder so, oder? Ja. Man bezahlt sozusagen, ob man jetzt 60 Minuten oder 90 Minuten oder 120 Minuten dort ist. Man darf seine eigenen Essen und Snacks mitbringen. Es gibt auch da was, aber man muss nicht das da kaufen. Also kannst du ja auch deine Pizza vorher holen und da mit hinbringen. Und dann haben sie halt zwei riesige Kühlschränke voll mit allen möglichen Sorten Sake. Und du hast natürlich erstmal keine Ahnung, was davon jetzt was ist und wie die Unterschiede sind, aber das Personal, das auch nicht besonders gut Englisch kann, hilft dir trotzdem irgendwie, dass du verschiedene Sachen probierst und welches Glas jetzt dafür das Beste ist und dann gibt's auch Soda-Sake oder Sake über Eis und alles, was man mit Sake so machen kann, haben wir in dieser Bar. Also wir hatten da so 90 Minuten Slot uns gebucht und haben sehr viel Sake getrunken. Also ich muss ja gestehen, die Sake, die ich bisher getrunken habe in meinem Leben, das hat meist wie Katzenpisse geschmeckt. Wie oft hast du denn schon Katzenpisse in deinem Leben getrunken? Relativ häufig. Und sie hieß immer Sake oder wie heißt das andere Zeug? Agricole, ich kam gerade nicht drauf. Ja, genau. Aber die haben wirklich sehr unterschiedlich geschmeckt. Also es gibt auch Sake mit Kohlensäure zum Beispiel. Ja, das ist ja ganz und es fies. Gibt sehr trockene, sehr fruchtige, sehr so parfümiert schmeckende. Es gibt welche, die, da machst du einen Tropfen von irgendwas rein und dann werden die lila und also gibt schon sehr, also sehr unterschiedlich, wirklich. Es gab welche, die mochte ich gar nicht und es gab welche, die fand ich richtig geil. Ja, ich glaube, ich habe auch immer primär, glaube von allem, was du gerade aufgezählt hast, die Parfümierten erwischt und war nicht so wahnsinnig ja, das ist auch nicht, das ist auch nicht so mein das Ding. Das wäre das, was mich interessieren würde. Naja. Nee. Schon genug. Nee, ich fand tatsächlich die richtig trockenen fand ich richtig spannend. Und
Und diese Variante mit übers Eis, da hat er uns auch, und warmen Sake gibt es ja auch noch, manche, die man erhitzt trinkt. Das fand ich auch spannend. Das macht man aber auch nicht mit allen Sorten natürlich. Ja, schön. Cool. Ja. Jetzt will ich da auch wieder, ich sehe schon, wenn ich verdammt dann irgendwann schaffe, das hier durchzusetzen, dass wir mal nach Japan fahren, dann werde ich bei dir vorstellig werden und werde mir Tipps abholen. Ja, sehr schön. Du musst einfach nur vorher den TikTok umbiegen und dann. Ja, genau. Also ich, auch das, wenn es TikTok noch gibt. Wenn ich es nochmal zusammenfassen müsste, wenn jetzt Leute überlegen, ob das für sie ein Urlaub ist sozusagen. Ich finde halt besonders spannend daran, dass so eine vielfältige Mischung ist, was man da machen kann. Ne? Also es ist halt so diese antike, in Anführungsstrichen, Kultur, aber es ist halt auch lauter Popkultur-Kram um einen rum die ganze Zeit, ja, vom Pokémon-Store über Godzilla bis Neo Genesis Mario. Evangelion an jeder Ecke und natürlich Mario und also super viel Popkultur, die ganzen Anime-Geschichten und es ist aber auch, ne, du kannst geil essen, du kannst technologisch dir da spannende Sachen angucken, es gibt irgendwie interessante Freizeitbeschäftigungen, die man dort machen kann. Ich finde es einfach echt eine gute Mischung. Und die Landschaft ist auch noch, also da habe ich jetzt noch gar nicht drüber geredet, ist auch noch alles sehr, sehr landschaftlich pittoresk dort, wenn du nicht gerade in der Großstadt bist. Also einfach cool. Ja, klingt super. Muss ich irgendwann machen. Ich war bisher nur in Korea und da auch nur so anderthalb Tage. Ja, da will ich auch nochmal hin. Auch auf Hochzeitsreise und war da schon völlig geflasht, weil es halt ja ein Kulturschock ist, wie ich den so noch nie irgendwo erlebt habe. Eben auch so Kulturschock so ganz anders, als wir Europäer den normalerweise eben erleben. So, dass man eben plötzlich merkt, so, ah, okay, es ist, Europa ist halt einfach nicht das, was an Kultiviertheit und zivilisatorischen Errungenschaften am weitesten ist, sondern es geht halt immer noch mehr, gell? Und weil sonst haben wir das ja nicht, gell? Sonst fahren wir überall hin und haben halt die Gewissheit, okay, es ist nirgends so viel Zivilisation wie bei uns. Und dann kommst du nach Korea oder wahrscheinlich nach Japan genauso und merkst du, so, okay, hier ist alles nochmal, das ist nochmal krasser hier. Also da komme ich mir wie der letzte Hinterwäldler vor. Und das war aber cool. Also hat mich hart angefixt. Also auch nach Korea will ich auf jeden Fall nochmal hin. Also das ist auch spannend. Wahrscheinlich ist es ist relativ ähnlich wie Japan, nehme ich an. So aus unserer Sicht. Ne? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem, auf Korea habe ich auch nochmal richtig Bock. Waren auch Freunde von uns quasi letztes Jahr und habe ich auch, also was die so auf Instagram gepostet haben, war ich auch sehr hooked. Ja. Ja. Schön. Cool. Dann neigt sich diese Sendung jetzt nach vielen, vielen Stunden doch langsam dem Ende zu. Ich glaube, wir machen hier schon wieder Rekordversuche. Ja, Jahresrückblick, das braucht natürlich Zeit. Das ist völlig richtig, das war auch kein Vorwurf. Genau. Und natürlich bleibt uns noch eine Kategorie offen, denn es muss ja weitergehen und wir brauchen einen Film für die kommende Sendung. Und du schlägst vor, glaube ich, gell? Ich glaube auch, dass das so ist, dass es diese Aufgabe jetzt mir zufällt. Und du hast ja schon irgendwie Theorien gehabt, Christoph, dass ich dir irgendwas wegnehmen könnte. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass du den jetzt massiv auf dem Zettel hattest. Wir gehen zu Disney Plus. Okay. Hast du da Angst? Ist da was von denen, was du... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, drei Sachen, hatte ich, glaube ich, überlegt, was du vorschlagen könntest, aber... Nee, ich glaube, Disney Plus war nichts davon. Sag mal. Wir hatten vorhin die Serie, wo Brett, wie heißt das? Simps von Ted Lasso? Hilf mir. Brett Goldstein, so heißt er. Jetzt ist und da spielt ja auch Han Solo mit und wir müssen jetzt den anderen großen Charakter von Han Solo. Indiana Jones, Dial of Destiny. Ah, doch, den hatte der Stefan drauf getippt, dass okay. Den. Ja, okay. Der ist auf Disney Plus und von 2023 und Stefan wird mich hassen, weil er ist 2 Stunden 37 lang. Na, Stefan ist nächste Woche ja nicht da. Achso, stimmt. Dann wird er sich freuen, dass du ihn jetzt pickst. Ja, genau. Ja, vielleicht wollte er ihn auch sehen und dann gucken. Hat er nicht unheimlich schlechte Rezension? Das ist ja egal. Also ich meine, die anderen sind halt einfach Kult, bis auf den Vierer. Das ist so ein Mittelhochtieffilm. Also ich habe 3 Sterne gegeben. Ah, na siehst du mal.
Okay, das geht. Und das muss man aber einfach gesehen haben. Ja, das stimmt schon. Von daher. Ist halt mit Phoebe Waller-Bridge. Man muss es schon für Phoebe Waller-Bridge gesehen haben. Hier von Fleabag. Ja, da siehst du. Ach so, ja. Und Mads Mikkelsen und John Rhys Davies. Also, da sind Namen drin, die man schon mal gehört hat. Regie James Mangold. Also und das Rad des Schicksals, gell? Das wäre genau. Jetzt nicht irgendwas anderes schaue. Ja, schau einfach, dass da Harrison Ford drin ist und das ist 2023. Ja, genau, das kein, da kannst du kein nicht. Kristallschädel. Ja, nee, das wäre blöd. Da did we nuke the fridge yet? Wie war das? Jump the Shark und Nuke the Fridge waren noch die zwei Sachen. Das stimmt jetzt aber der Jan-Peter mich, egal. Ja, also, das schauen wir in der nächsten Woche und für die ganzen Themen, die wir hier aufgemacht haben, steht euch unsere Kommentarspalte wie immer zur Verfügung auf sneakpod.de. Das war hier Folge 811. Da müsst ihr euch reinstürzen und die Kommentare schreiben. Wir lesen die alle. Ich habe heute erst wieder zwei Stück beantwortet. Und wir danken fürs Zuhören und wir danken natürlich Becky. Und du darfst uns als allerletztes Wort vielleicht nochmal ganz kurz hinterherwerfen, wo man dich in diesem Internet finden kann, damit wir das auch noch komplett haben. Na, sehr gern. Also ich war sehr, sehr gerne hier. Ich habe mich gefreut, dass ich wiederkommen durfte. Ansonsten findet man mich als Agenda-Beitrag eigentlich auf allen sozialen Netzwerken, wo man so unterwegs sein kann. Hören kann man mich bei Frauen reden über Fußball oder bei meinem Haus- und Hof-Podcast, den KulturpessimistInnen, wo wir Filme und Serien aus emanzipatorischer Perspektive besprechen und wo unser großer Jahresrückblick ansteht, der eine Gala ist bei uns mit sehr vielen Audiokommentaren von vielen coolen Leuten. Also hört gerne da nochmal vorbei, wenn ihr noch ein bisschen mehr über auf das Film- und Serienjahr 2023 zurückschauen wollt. Wir danken dir und sagen Tschüss. Und du darfst natürlich jederzeit wiederkommen. Wir freuen uns, wenn du da bist. Du weißt, ich bin dein größter Fan. Oh, das freut mich sehr. Und jetzt muss ich natürlich noch traditionell eine lustige Abschiedsformel sagen und entscheide mich für Tschüsegemüse. Herrlich. Und ich mache immer eine Pause und dann sage ich Tschüss. Und bis ich erfahren habe, dass es mittlerweile die KI rausrechnet, ja. Die Pause. Also völlig für den Arsch. Also, Tschüss.